Okay. Okay. Einen wunderschönen guten Abend vom Community Server. Hallöchen, Hallöchen. Wir haben das Wochenende überlebt mit ganz viel Regen. Hallo Matzo. Und hallo Blue Space und Flotz. Und alle anderen, die schon im Stream gucken und so. Und natürlich einen dicken, fetten Gruß an meine Leute, die hier schon alle auf dem Server spielen. Heute Abend ist doch relativ voll. Yay! Erinnert ihr Ja. euch noch, wir sind an einem nicht so gastlichen Ort? Ja, erinnere ich mich. Das ist nämlich der Erinnere ich Grund, mich warum ich zu hier gut. so eingewuselt. Also es ist noch ein bisschen unruhig im Hintergrund, aber das hört gleich auf. Vor allen Dingen blaue Wolle verheißt ja nichts Gutes. Könnt ihr ahnen, wo wir sind gerade? Und das Geblubber und so und Dauerschleichen. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Ich habe so einen Muskelkater beim letzten Mal gehabt. Schon, schaut mal. Hab ich. Echt? Ei, ei. Okay. So. Ich werde mal zur Sicherheit jetzt meinen Shader ausmachen. Ich glaube, das sehen wir nämlich alle mehr. Wenn mein Shader überhaupt ausgehen möchte, er tut das nicht. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Wartet mal kurz. Okay. Er hat mir anscheinend meinen Shader raus. Würdet ihr einen 2 Sekunden noch warten? Ich muss noch mal kurz. herzlich willkommen, Blue Space. Und Dankeschön für deine Unterstützung. Ich bin gleich wieder zurück. Ich muss mich noch mal kurz ausloggen, weil anscheinend mein irgendwie was hier meinen Mods fehlt. Ich bin gleich wieder da. Ich stelle mich noch mal kurz in die Kammer. Man weiß ja nie. Mach noch mal die Tür zu. Ich bin gleich wieder da. Währenddessen gucke ich mich um. Da, wartet mal. Ich muss mal kurz alles ausmachen und kurz mal was gucken. Ich glaube, dass da was verloren gegangen ist beim Kopieren. Wann kopierst du auch? Ja, ich muss das doch immer hier rumwurschteln. So, machen wir das gleiche nochmal. Ach du. Da. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Also irgendwie ist hier was verschwunden gewesen. Meine Iris war verschwunden. Mein Übersetzer sozusagen. Oh Mann. Das kommt, wenn man auf die Schnelle und ganz hektisch und so alles macht. Also wie gesagt, herzlich willkommen, lieber Blue Space. Bei den Klötzchen. Und ja. Ich starte mal. Talim, Talim. Das kann passieren. Wie gesagt, du müsstest natürlich jetzt als Klötzchen-Fan die Möglichkeit haben, das ist ja Stufe 2, soweit ich mich erinnern kann. Oder war das Stufe 1? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn du jetzt Stufe 2 hast, dann kannst du natürlich bei uns mitspielen. Jo. Das heißt, du müsstest in den Discord kommen und so. Ja? Habe ich ja alles erklärt in der Videobeschreibung. Also wenn du nicht sicher bist, im Discord wird dir auf jeden Fall geholfen. Weil der Matze ist auch da und die Hanna ist da. Und ja, die kennen sich alle aus. Die sind alle aus dem Bauteam. So, jetzt starten wir das ganze Gedöns hier nochmal. Jetzt kann es kurz ruckeln. Also wundert euch nicht oder lecken oder was auch immer. Das ist normal. Oh, komm. Okay. Ich habe dir Neuer nichts Versuch. getan. Ja, du hast mich bestimmt mit irgendwas wieder eingebaut oder irgendwas auf den Kopf gesetzt oder was auch immer. Ich kenne dich. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Du hast nichts getan. Okay. Jetzt probieren wir es nochmal, ob Ich wir den Shader weiß ausmachen können. nicht. Wir können ihn ausmachen. Okay, es war Tatsache Iris. Was versehentlich irgendwo hingehüpft. Da. Ich hab's schlimmer damit. Okay. Iris und Optifan mögen mich nicht. Ja, Iris und Optifine zusammen passt auch nicht. Du kannst entweder nur Iris nehmen oder nur Nein! Optifine.
Ach, du hast beides probiert. Geht aber die beides beide nicht. mögen mich nicht. Okay. Gut, okay. Optifine tut alle anderen Mods unterdrücken. Okay. Du hast Und nicht. Iris funktioniert einfach überhaupt nicht. Du hast nichts gemacht, sagst du. Ich habe nichts gemacht. Ja, ich drehe mal die Kamera ein bisschen hoch, damit der Chat ein bisschen. Und vor allen Dingen ich was sehe. Und schönen guten Abend, liebe Hanna und liebe Christa und Gucci. Euch habe ich noch gar nicht begrüßt. Oh Mann, ich hasse es, im Sneak-Modus hier durch die Gegend zu hüpfen. Ja, und du hüpfst hier wieder durch die Gegend. Warum kannst du hüpfen und ich muss sneaken? Kannst du auch hüpfen, während du Ja, sneakst? ich muss mal kurz meine Invoice auch noch ausschalten. Das ist alles noch vom Momentum übrig. Sakralot. Stress. Warum hüpfst du? Kannst du auch hüpfen? Ich kann auch hüpfen. Nein, Während du nein, sneakst nein. am besten. Ich hüpf nicht. Während Nee, nee, dann wird es wieder dunkel und sneaken. dann, Während dann sneaken hüpfen. Nein, das nicht. Genau. Das geht. Das geht ja. Sonst kommst du ja die Blöcke nicht hoch. Ja, das stimmt allerdings. So, wir waren ja dabei, hier so ein paar Mal den kleinen Heini hier schon zu ärgern. Ich glaube, zweimal hatten wir den geärgert oder waren es schon dreimal? Ich glaube, dreimal waren es. Ja. Die haben ihn nur die Melder, also die Schreier Aber betätigt, aber ich weiß gar nicht. nicht, wie ist das, wenn man ein paar Warte, Tage nicht hier hoch. on war? Legt sich der Effekt dann wieder oder? Scheint so, weil ich habe es gerade eben ausgelöst. Ich sag Hier jetzt hoch. mal nix. Hallo, hier ist Truhe. Da ist eine Truhe. Okay. Hier ist eine Truhe. Versuche mal irgendwie da ganz vorsichtig hinzukommen. Ach, hier ist eine Treppe. Okay, hier ist eine Treppe und dann müsste ich da jetzt. Okay. Eine Truhe. Okay. Ich folge. Okay. Die muss ich wieder einbauen. Sicherheitshalber. Ich hab schon rumgeguckt. Okay. Ich traue mich immer. Also hier gibt es Huschen 2. Ist es das, was mit dem Ja, Sneaken zweimal. gemeint ist? Ne? Huschen 2 gibt es zweimal sogar. Also ich nehme mir nur eins mit und lasse das für den nächsten, der hier mal spazieren gehen möchte. Und ich packe hier noch so einen komischen Tiefenschiefer rein. So. Ich glaube, das wirst du auch brauchen. Weil Ich hab wir haben nicht ja hier genug. keinen Amboss und können jetzt da eh nichts machen. Oder hast du schon einmal huschen? Ja, einmal huschen habe ich. An zwei. Hey! Machst mir Angst. Ich trau diesen komischen Wesen hier nicht. Und die rennt hier durch die Gegend und springt und hüpft und macht und tut. Oh, und ich sterbe hier tausend Tode wieder mal. Warum ist da ein Loch? Warum ist da ein Loch? Weiß ich nicht. Hier Warum gibt's ist hier hier ein nicht Loch? dieses eine komische Haus mit Redstone drin, wo ich immer versehentlich alles kaputt gemacht Es ist die habe? Mitte. Es ist die Mitte. Das ist aber nicht die Es Mitte. ist die Mitte. Nein, das ist nicht die Mitte. Ich nicht. Es ist nicht die Mitte. Ein Loch. Ist das ein Frage Villager-Haus? ich mich auch. Keine Ahnung. Es erinnert mich voll an Momentum. Ah, das ist so ein Haus. Ich gucke hier noch rum, ob hier Ja, irgendwas ist. ich schleiche mal hier und guck mal hier, was hier so drin ist. Da Ach, ist was das. drin, was ich nicht sehen will. Und gleich zwei, dreimal. Da sind Einbauen. Geräuschdinger drin. Bau sie ein. Mach's. Okay. Es wird eine große Bauaktion. Da muss er. Ah, so viel. Ah, dies. Man muss immer
Warte. So, jetzt sind sie weg. Jetzt sehen die mich nicht und ich sehe sie nicht. Doch, der hier muss weg. Der muss weg. Oh Gott. Halt mir die Ohren zu. Bin ich da? Bin ich da? Bin ich da? Bin ich da? Ist schon weg. Okay. So, und jetzt kann man eigentlich gefahrlos, wenn man alles theoretisch weg hat, ja. Ich gucke aber noch mal oben. Ich vor dem Haus hier. Wer weiß, ob nicht doch unten irgendwo. Sehe ich nichts. Das ist die Frage. Muss man halt also rumgucken. Hier ist schon mal nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da alles frei. Da alles frei. Ach, zur Info. Ja. Auch für Welten, die auch Nähte, Achtung, nicht drauf treten. Okay, ich habe Quadratlatschen, sorry. Meine Füße sind größer als mein Körper. Zur Info für Server, die den Nähte auch noch nicht offen haben und nicht so ein am Spawn, wie bei uns, Seelensand verkauft. Ja. Hier kriegt man Seelensand her. Echt? Ja, cool. Guck hier. Das blaue Feuer. Ach, das da ist Seelensand dran da. Ah. Okay. In der Mitte bei diesem großen Portal ebenso. Also bei den Lagerfeuern. Genau. Ja, bei diesem Feuer hier oben, wo das blaue Feuer ist. Stimmt. So, kann ich jetzt auch Manche machen. Manche vergessen kann ich jetzt das. Auch kann ich jetzt auch ja. machen. Okay, hier gibt es Cushion Eis und Truck. Lena Rain. Und Lena Rain, also die zum Beispiel darf ich nicht spielen, weil da steht nämlich nicht die 418 bei. Das heißt, die ist für mich als Streamer tabu. Privat darf ich sie hören, aber euch darf ich sie nicht vorspielen. Das heißt also... Die ist toll. Ja, ich weiß, aber jetzt näher ja nichts. Also, wie gesagt, ich lasse ihr euch drin. Wer hier nochmal reingehen will. Weil, wie gesagt, der... Oh, da ist noch... So, guck mal. Hier ist eine Zierführung. Die Katzenschallplatte zum Beispiel, die darf ich abspielen. Ja? Bücher habe ich genug zu Hause und naja, so eine Hose brauche ich nicht wirklich. Aber ich habe ja hier so eine Ho mit Fluch Verbindung, aber das ist nicht weiter schlimm. Also das kann ruhig so sein. Eine Hose mit Bindungsfluch? Nee, danke. Nee, aber ich habe eine Ho mit Fluch des Verschwindens, glaube ich. Genau, wenn die kaputt ist. Mann, ich hab's heute mit den Tasten. Bitte verzeiht, ich war heute ein bisschen kränklich. Ich hab ein bisschen flach gelegen. So, Häuschen geht bis Stufe 3. Okay. Ach, Huschen. Huschen. Was lese ich denn heute? Oh mein Häuschen. Huschen. Genau, bis Stufe 3. So, ja. Den können wir dann auch aufmachen, oder? Ja. Okay. Da haben wir eine Schmiede. Oh, Warthof-Rüstungsbesatz. Hast du den schon? Ja. Also ich nicht. Fluch der Bindung. Schaut euch das an. Das ist so richtig fies. Das ist so ungefähr, als wenn ihr ins End geht und anstatt diamantene Unterhosen dann plötzlich so Eisenunterhosen findet. Die könnte ich zum Beispiel wieder... Ja. Nun ja, die kann man ja wiederbekommen. Wir sind ja nicht hardcore. Sobald man stirbt, ja. Ist wieder. Ja, verschwunden. Aber die lassen nein, wir drin. Nein, nein. Fluch der Bindung ist nur, dass du es nicht mehr ausziehen kannst. Wenn du stirbst, ist sie immer noch da, aber nicht mehr angelegt. Ach so, du meinst wie der Drachenkopf, den man mal auf jemanden gekleistert hat, den er nicht mehr abkriegte. Oder so ein Kürbiskopf. Haben wir da auch schon gemacht. Ja, Kürbis, glaube ich, war es. Genau. Den man erst wieder wegkriegt, wenn man tot geht. Ganz tolle Erfindung, wirklich. Mhm. Mhm. Ganz toll. Ja, aber ich habe ja jetzt da kein Problem, weil ich nehme nichts mit Fluchterbindung. Weil ich habe deine tolle Super-Duper-Unterwäsche an. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt noch wieder hingehen. Am besten am Rande immer entlang. Ja. Ich arbeite nicht mehr so spiralförmig. Da komme ich nicht so durcheinander. Rio, hast du auch Silent?
Bitte? Highland. Also die Schmiedevorlage, ja. Ja. Okay. Also nach, wie gesagt, ich sammle jetzt. Genau. Vierten Ancient City habe ich sie bekommen. Okay. Ach, das war das Ding, was du immer gesucht hast. Dann gab es ja noch eins, die, was du seltenste. Gesucht hast. Genau. Und dann hast du ja noch irgendwas gesucht gehabt. Ich gehe mal hier oben raus. Ja, die mit dem Wex. Genau, wo du ja lauter Buddelteile haben wolltest. Nein, das war wieder eine andere. Es war die mit dem Wex ist von dem Menschen. Okay. Die wir vor kurzem. Also ich bin gespannt, weil das mit den Rüstungen und so, das experimentieren wir dann auch noch aus. Oh, dann müssen wir klettern. Mhm. Und das Problem ist jetzt, was du erklärt hast, wenn da oben einer sitzt und man hochklettert, dann könnte es Aua machen. Nee, wenn du mit einer Leiter runterkletterst. Ach, runter. Mit einer Wolle ist es egal. Da kannst du so viel machen, wie du willst mit einer Wolle. Darf ich mir eins duplizieren? Fragt Matze gerade. Ein Silent. Matze habe gedacht, wir gehen auch mal in die Ancient City. Ja, warum nicht? Also wir haben genügend Karten. Also Hanna, wir haben auch noch ein paar viel andere Spaß. Karten von Ancient Cities. Die Loot Chance ist so. Es ist sehr rar. 1%. Warum ist da oben eine Leiter 1%. Dran und nicht hier unten? Weil es kaputt ist. Es ist unfair. Und wetten, dass da oben was ist? Gibt es also schon was Neues wegen dem Nether? Momentan warte ich noch so ein bisschen auf ein bisschen technischen Kram, der erledigt werden muss. Und dann kommt ein Umzug und und dann schauen wir mal, ob unser Kirito das hinkriegt. Also er sagt, normalerweise dürfte es da keine Schwierigkeiten geben, dass man das einstellen kann. Mir hat übrigens auch Starlabs nochmal geschrieben. Die sind da sehr, sehr bemüht. Haben noch ein paar andere Ideen kundgetan. Gibt's da oben was oder nicht? Ja, eine Truhe. Oh, jetzt muss ich mich da hochstecken. Ich bin doch nicht schwitzig. ich kann dir sonst auch sagen, was da drin ist. Naja, ich... Noch eins? Eine Etage? Ach, noch eine Etage. Okay. Nix in Sicht. Kann ich öffnen. Keiner versteckt hier. Okay, also hier haben wir Skalks dran, wir haben hier Kohle dran. Oh, die tauschen wir doch mal aus. Ich pack euch die Fluchverschwinden rein, ich bin so gnädig. Und Leinen lasse ich auch, weil ich habe Unmengen an Leinen. Wasserläufer brauche ich auch keinen. Und Huschen 1 gibt es. Ja. Also wie gesagt, die Kohle brauche ich auch nicht zwingend. Einmal schön sortiert. So, mal sehen. Also, machen wir auch. Ich habe schon 4 Stellen gefunden. Das ist sehr gering für das Silent. Also, ich habe es jedes Mal bekommen. Also, das Silent, meinte Hanna gerade. Das kann gut sein, dass du vielleicht in dem Moment Glück hattest. Mega Glück. Ja. So, jetzt nehmen wir mal meine Schere und machen es richtig. Rio hat mal gesagt, mit Scheren kann man sich viel schneller nach unten. Wenn man auf der Wolle herum. Ich hätte 2 Blöcke wegmachen sollen. So, okay. Habe ich alle aufgesammelt? Sind alle wieder in meiner Tasche? So. Weiß nicht, wo ich welche vergessen habe, aber ich habe ja noch einen Stack. Alles gut, können wir weiter. Oh Mann. Ich muss mal meine Finger sortieren. Wartet mal. Das ist ja echt, also... Oh. Hast du einen Knoten reingekriegt? Ja, echt. Ich sag's aber, den Daumen, den brauche ich ja momentan zum Daumen drücken für unsere Padma. Achso. Ja, das wird aber sich leider noch ein bisschen verschieben, weil Padma ist nämlich leider noch krank. Also, was ihr mal machen könnt, ihr könntet ja alle mal, weiß ich, kleine Genesungswünsche in den Chat schreiben. Padma liest das bestimmt, da freut sie sich. Hier ist ja auch schon wieder so ein komischer Heini in der Wand. Der ist ja viel. Ja, ich guck gerade rum, ob da noch irgendwo einer ist, dass wir ihn abbauen können. Das wäre... Ich bin hier noch einer. Also wie gesagt, ihr müsst wissen, beim Momentum war das richtig fies. Die hatten wir Tatsache in der Wand drin.
Das war richtig übel, weil unsere Ancient City, die lag über mehrere Etagen nach unten. Hallo, Desaster! Herzlich willkommen! Einen wunderschönen Abend dir. Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Wie gesagt, ich warte noch auf die Rückmeldung da für die Zugangsdaten und dann schnapp ich mir Kirito und die Mimi und dann, ja, werden wir das mal machen und. Mal schauen. Also, es wird noch Oh je. lustig werden. So. Also, Popo, warte, ich geh mal rüber. Auf der anderen Seite hast du nicht auch einer? Okay, ich hab den mal. Du baust den dann gleich ab, ich baue den bei Ich mir ab. will so ein So. Duell machen oder was? Wer den zuerst abbaut oder was? Mit dieser Diamanthacke, ne? Ja, bau Okay, ihn ab. dann. Okay, ist weg. Gut. Okay, dann nehmen wir natürlich die Wolle wieder mit. Ist logisch. Meine Wolle. Okay. Nicht bei mir hat das sich nicht ausgelöst. Ja, der hatte Das nur kurz reicht. gegluckert. Der hat er nicht gemacht. Oh Mann. Ah, Mich hier da ist eine willst du. Truhe drin. Okay. Das für schwebende komische Konstruktion hier, die. Das ist ärmer. Das ist wegen der Lava. Die Höhle hat so generiert. Ja, nebenan auch. Ich habe jedenfalls noch keinen Schreiherz mehr rumgesehen. Wir haben hier Treue 1 drin. Ein Sattel. Jo, alles mögliche normale hier. Können wir gleich wieder sortieren, damit wir wissen, dass wir hier waren. Ah, den sortieren. Dann wisst ihr halt auch, dass das die Sachen sind, die wir schon entdeckt haben, aber für euch liegen gelassen haben. Hallo. Wir haben so viel Zeugs. Es ist echt der Wahnsinn. So, wo sagtest du jetzt, dass hier noch so ein Durchgang ist? Muss ich jetzt hier oben runter oder? Nein, hier nebenan ist es. Nebenan ist da, wo ich nicht. Nebenan, hier nebenan. Einfach zurück. Ach, da bist du. Da ist die Treppe. Ich habe die gar nicht gesehen. Ich glaube, ich muss echt mal meine Lichtquelle hier in. Dann warte mal. Eine Treppe. Lichtquelle? Ja, weil ich habe hier eine Lampe, die über mir ist und die Ach blendet so. immer meinen Monitor. Das ist was doof. Wo bist du denn jetzt? Hier drüben, immer noch. Ach, da drüben bist du. Wie bist du denn da hingekommen? Ich sagte doch, zurück, da runter gehen. Okay. Hier runter. Bin ein bisschen blind hier. Dann wir hier wieder hoch. Ach, da hoch. Das ist ja eine ganz andere Ecke. Da muss man erstmal drauf kommen. So, okay. Es ist nebenan. Es ist nebenan, ja. Ja. Okay, hopp. Okay. Und hier haben wir Huschen 1 und wieder Lena. Die Platte. Knochen für Rio. Wie gesagt, also Knochen gibt es hier keine mehr, Rio nimmt so schön Knochen alle hier raus. Aber ich denke mal, Knochen ist das kleinste Übel. So, wo steckst du denn jetzt schon wieder? Du bist schon wieder weg. Wo bist denn du? Ich bin hier immer noch in dem Nebenraum. Ich komme mal runter da hin. Ja, ich habe dich gesehen. Okay. Au. Das tat weh. Warum springst du runter? Weiß ich. Hallo, Flauschkopf. Wir machen hier gerade eine Ancient City unsicher. Eine von den vielen, wo wir die Karten für gefunden haben. Also wenn ihr mal eine Karte sucht oder so. Ich habe da so einige. Also wir laufen hier so Ja, ein wir haben. bisschen spiralförmig. Also manche sind auch doppelt, haben wir gesehen, aber nicht alle. Oh, das wird ein Spaß.
Das hier wird ein Spaß. Wenn wir nach oben müssen? Nein, 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 nein. Wir müssen nicht nach oben. Okay. Hoffe ich. Hoffst. Hoffen ist die eine Sache. Wissen ja. ist die andere. Da oben ist eins, hier unten sind welche. Ich baue die hier unten da oben schon mal sind zwei, zu deiner Info. Da sind zwei. Einer hier und einer schräg genug. Oben drüber. Der ist weit genug weg. Der ist weit genug weg. Ah. Wie viel Blöcke müssen denn zwischen den beiden sein? Mal so rumgefragt. Boah, gute Frage, habe ich noch gar nicht ausgetestet. Da ist nämlich auch noch einer. Guck mal, weil wenn man hier ist und der andere, der steht hier oben. Ich habe das aus Gefühl und Erfahrung des... Aber der eine ist hier und der andere ist da oben auf dem Turm. Weil die sind weit weg genug. Und was hoffen. Gehen wir nochmal hier gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich habe so das ganz ungute Gefühl, als wenn hier noch was sich versteckt. Was wir nicht sehen sollen, aber sich dann heimlich kringelig lacht. Okay. Werd mal diesen. Ja, leise. Okay. Dann habe ich einen größeren Überblick. Okay, da oben in dem Ding ist auch noch einer drin. Also so schräg von dem letzten eingewollten. Schräg rüber. In die Richtung. Ich sehe den kleinen ist. Raum, da sehe ich drei Stück auf einen Fleck. Ja, ja, das ist ich glaube, da müssen wir einen auslösen. Eins. Ja. Na, da oben einer, da Weil's steht die zwischen... Truhe. Und ein. Guck hier, da siehst du die da drüben, die. Ja, in ja. den kleinen Raum? Ja, ja. Es sind drei. Stimmt, sind drei. Daneben wie eben. Sind. Ja. Daneben ist so ein Katalysator, der steht direkt an der Truhe. Und damit den. Das heißt, keine Wolle dazwischen tun können, man... müssen wir einmal auslösen. Okay. Ja, und quasi so schnell wie möglich abbauen. Also der Raum, wo ich gerade bin, kannst du, glaube ich, reingehen. Ich habe jedenfalls noch keine mehr gesehen. Vorsichtig, wenn ihr euch fragt, warum ich immer die Wolle in der Hand habe, weil ich mich kenne. Ich bin nämlich Spezialist in falsche Dinge nutzen. Das kann ich super gut. Oder wie Gucci zu sagen pflegt, auch Dinge mal ganz gekonnt wegzuwerfen, wenn man sie braucht. Okay, du meinst also, die zwei hier kann ich aufmachen. Sekunde, ja. Wir schleichen da dahin. Okay, hier haben wir ganz viele von diesen Haltbarkeit. Jetzt brauchen wir auch nicht. Hier haben wir ganz viele von denen. Sag mal, die kann man reparieren, ne? Die Schallplatten, die Stücke. Ja, aber die darfst du nicht abspielen. Ja. Da kommt dann wieder eine raus, die nicht mit C18. Ich glaub, neun Stück also brauchst 408. Du davon. Ja, das ist. Wie gesagt, da gibt's von YouTube eins auf den Deckel. So, dann schauen wir hier mal. Also wieder. Und hier gibt's eine Schmose. Diamantenhose mit Reparatur und Haltbarkeit. Die werde ich aber mal mitnehmen. Weil die werde ich Tatsache jetzt mal für. Die liebe, gute Alexandra mitnehmen. Warum habe ich ja eigentlich nicht meine Diamantstiefel an? Fällt nur noch Schutz 4 auf die Hose. Also wie gesagt, dann haben wir schon mal so eine kleine Miniatur-Notausrüstung an Starter-Kit für Alexandra, die hier kommt. Ich hoffe, dass sie es nächste Woche schafft. Schleichen mal weiter. Also hier kannst du dich hochbauen. Da oben ist selber aber einer. Ja, aber Wolle macht kein Geräusch. Wolle macht kein Geräusch. Heilen wir mal an. Dann kannst du abbauen. falsch gepeilt.
Ich muss mal ein Loch suchen. Okay, wo ist hier ein Loch? Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Mal hier hoch. Ist ja auch egal. Okay. Und hier ist noch einer irgendwo. Oh Gott, da oben. Ja, hier oben. Ei. Okay. Einfach abbauen. Okay. Also wieder das Häkelchen und weg mit. Okay. Alles gut. Keiner mehr in Sicht. Ja. Alles weg. Ja. Gut. Keiner mehr in der Nähe. Gut. In Sichtweite sozusagen. Okay. Ei, was haben wir denn hier? Noch eine C18-Platte. Wir haben ein Huschen 3. Okay, ich tausche mal auf. Huschen 3. Damit wir nämlich öfters mal so eine Ancient City reingehen kann oder ich mal alleine reingehen kann. Ja. Ei, da unten ist auch schon eine Truhe. Mhm. Ei, aber die ist ja richtig fies. Guck mal mit den drei. Ja, wie gesagt, da müssen wir einen auslösen. Ei. Dann, oder? Warte. Wir gucken uns das mal an. Ja, wenn, dann sind wir ja bei zweimal, wenn du gerade einmal ausgelöst hast. Ja, ich glaube, nach 5 Minuten, wenn da kein Geräusch mehr kam, dann resettet sich. Oder wir müssen zeitgleich 2 abhauen. Einen einbauen und 2 abhauen. Geht nicht. Geht nicht. Nicht so stereo, wie wir es in Momentum gemacht haben. Aber guck, da hat es. Wir haben Synchronhauen gespielt. Und das hat geklappt, aber das klappt halt nicht. Ui, das ist ja richtig. Das wurde gefixt. Man konnte mal die, wenn wir sie schnell genug abbaut hatten, als sie schrien, den Wort nicht auslösen. Okay. Aber jetzt haben sie es gefixt und löst es trotzdem aus. Oh, was machen wir? Wir könnten es einbauen oder auslösen. Ich würde sagen, wir bauen, versuchen es einzubauen. Und wenn es sich dann nicht auslöst, ist alles gut. Aber da ist doch, so ziemlich. Aber da ist so ein komisches Ding. Müssen wir das auch einbauen? Ja. Alles. Die Sensoren sind das Wichtigste. Die Schreier. Die Sensoren sind egal. Ich hab mal alles eingebaut. Kann ich jetzt? Bobo? Ja. Warte. Die Schreier lösen erst aus, wenn du drauf trittst. Okay. Oder von einem Sensor Ach ja, von diesen anderen komischen Dingern, ne? Wenn zum Beispiel jetzt hier der Sensor ganz allein stehen würde, ohne ein Sensor. Dann macht er nichts. Macht er nichts. Okay. Nur mit den Sensoren macht er erst was. Ja, hat er kein Lautsprecher. Er hatte die Schnur nicht, ja. Genau. Die Schnur hat er nicht. Baut doch die Kiste ab, dann wird nur einmal ausgelöst. Nö, wir haben eingebaut und jetzt sind wir mutig und machen mal auf. Ja, aber da kann man auch, wenn man die Schreier. Noch. Wir haben ja eine FI, ja. Genau. FI5 Hake und es geht schnell, bis die überhaupt wieder schreien können. Ja, das sind die mal, abgebaut. Ich habe eine Effizienz 5 Hake mit Reparatur und Haltbarkeit. Yay! Haltbarkeit 3 sogar. Also das voll das Profi-Werkzeug hier. Was für eine Wollverschwendung. Ah, nicht so rumlaufen. Spinnst du? Was denn? Wir haben doch erst einmal ausgelöst. Sprich du. Hi. Weißt du wohin? Links von dir ist die Treppe. Links? Ja, genau die da. Ich hänge? Ich habe gar nichts gemacht. Ruhe da oben. Hier ist zum Glück keiner. Ich sehe da eine Geode. Oder? Ja, in der Mitte. Mal gleich mal. So, kann ich aufmachen? Ja. Okay. Ey,
erschreckt mich jedes Mal. Fluch. Na, das ist ja ein tolles Zauberbuch. Fluch des Verschwindens. Wenn ich das auf mich mache, verschwinde ich dann auch? Können wir ja ausprobieren. Was für ein Schwachsinn. Aber ich würde trotzdem echt es genial finden, wenn man das große Portal endlich mal nutzen könnte. Ja. Das ist so Hammer. So, Wolle wieder mitnehmen. Ab. Man sollte mit W drücken, kommt man noch vorwärts. Oh, wenn ihr wüsstet, wie ich hier sitze mit zugekniffenen Pobacken, ey. Das ist schlimmer wie das End hier. Das ist schlimmer wie Nether. Das ist schweißtreibend. Okay, hast du gesehen, dass es da noch eine Höhle gibt? Echt? Eingang? Vor allen Dingen diese Holz. Ich weiß noch, wie ich das allererste Mal in so einer Ancient City drin war, habe ich wirklich den Fehler gemacht und habe Holz abgebaut, weil ich keine Fackeln mehr hatte. Bis mir dann einfiel, Fackeln kannst du ja da gar nicht hinsetzen, weil die lösen ja alles aus. Und vor allen Dingen das Risiko dann einzugehen. Ich hatte wirklich Glück, massivstes Glück. Es war schon richtig, richtig krass. Okay, dann steigen wir mal weiter. Meine Wolle wieder in die Hand. Sag mal, wenn man die mit der Schere abbaut, kann es sein, dass die Wollblöcke kommen. Nein. Nein? Es ist eine sehr merkwürdige Stadt hier. Ob der Warden das hier alles kaputt gemacht hat? Da oben ist er. Bezweifle ich, weil Warden heißt ja Wächter. Ja, eigentlich schon, ja. Deswegen. Ach so, der bewacht hier quasi den Schrott. Ist man da auch vielleicht hoch? Sowas wie Art Golem? Ja. Und der ist, aber der Golem ist ja nett, solange man ihn nicht haut. Ja, ist aber vielleicht ist er ausgerastet. Ja, ganz oben ist noch einer. Weil das ist... vielleicht ist das auch ein Golem, wo von diesen... Diesen Zeug da übernommen wurde und wurde halt böse. Gut sein, ja. Jedenfalls ist das sehr merkwürdig. Du warst von unfreundlich. Dabei machen wir doch gar nichts. Doch, plündern. Plündern, na. So toll sind die Sachen auch nicht, dass er sich da auf. Ah, nein, kein bisschen. So, kann ich hier gefahrlos was tun? Oder steht hier irgendwo noch einer versteckt? Oh Gott, mach mir doch nicht so eine Angst. Mann! Wenn ich Schere, jetzt versteht er, was ich meinte. Oh, hier gibt es einen Diamanten in Rosanisch fürs Pferdchen. Habe ich aber auch schon zu Hause. Und es gibt wieder eine Schreibplatte, die Nummer 13 und nehmt. So, wen es interessiert. Ich muss ja aufpassen, ich soll ja nicht. So. Okay. So, ich glaube, so wie es aussieht, sind wir einmal im Kreis. Ja. Sehr schlau. Ja. Ab. Ja. Ich spiele lieber langsam, weil sonst bin ich echt tot. Ach. Das ist ein bisschen Fallschaden. Ich denke, da ist. Was? Ich denke, da ist. Da hat mal eine moderne Zivilisation gelebt, bei denen ein Forschungsprojekt schrecklich gelaufen ist. Das kann gut sein, weil es gibt ja hier dieses Haus mit diesem komischen Redstone. Erinnert ihr euch? Ja, das ist in der Mitte, das Portal. Ja, unter dem Portal ist das. Lang?
Ich gucke gerade selber, wo. Weil sind wir in einmal im Kreis gelaufen. Wir haben sie jetzt einmal umrundet. Ich könnte mal überlegen, wie groß die ist. Wir zwei Streams wir brauchen. Oh Gott. Bin mal oben ein bisschen unterwegs. Ich bin gerade runtergegangen. Wo bist du? Oben. Da, wo du runtergegangen bist, da bin ich jetzt oben. Wow. Ja. Einfach mal oben ein bisschen herumgucken. Hi. Da ist so eine schöne Brücke, da möchte ich gerne rüber. Da waren wir noch nicht. Genau. Guck da drüben. Ah. Da, immer den Weg hier wieder. Da. Au! mein Rio! Nicht erschrecken, eine alte Frau überlebt das nicht. oh mein Gott, meine Nerven. Oh, kann man hier in Ruhe essen und sneaken? Ja, ich hoffe. Gott. Oh mein Gott. Sauerstoff. Ich brauche ein sagt man das, ein Reanimationsgerät oder so? Okay, kann ich aufmachen? Ein Inhalator-Klopp heißt, ja, meinst genau. du? Okay, hier gibt es wieder eine mit Schutz 4. Du meintest doch, Schutz 4 fehlt da drauf, ne? Okay, hier, guck mal, hier habt ihr sogar noch eine mit Behutsamkeit. Da könnt ihr dann die Dinger einsammeln. Diese Schwiegerdinger. Also ich habe jetzt 24 Stück eingesammelt. Und Effizienz 5 und Haltbarkeit 3. Also wenn ihr die kombiniert, habt ihr eigentlich ein Gerät zum Abbauen der Teile. Es lässt so manchen Prank zu. Psst, habt ihr nicht von mir. Ja? Das geht... wenn da nur die Geräusche prank ja, das außerhalb ist ja von den Deep Dark funktionieren, die... Ja, das macht ja nichts. Die Geräusche sind ja auch schon schrecklich. Denk mal bitte an den asiatischen Tempel. Oh Gott, wie wir alle gestorben sind, weil wir gedacht haben, der Warden erscheint gleich. weil in dem Moment denkst du da echt nicht dran, dass das nicht geht. So, diese Geräusche. Läufst da so eine Treppe hoch und mit einmal... Oh, mein Herz. Das war richtig. Ich vermute mal, dass man... Ist das Mauer? Man neigt übrigens immer zu, nach einer Weile immer so... Also ich sag mal, die Ancient City ist nichts für Ungeduldiger. Also selbst ich erwische mich, dass ich manchmal so neige dazu, ach, ich könnte jetzt losrennen. Nein. Deswegen ist das Swift Sneaks ja gescheit. Deswegen hole ich's. Ich suche so lange in der Ancient City zuerst bis nach du das dem Hushi hast. Buch. Mhm. Dann gehe ich entweder nach Hause oder ich habe was dabei und mach's auf die Hose und dann mache ich weiter. Okay, du machst das. Das kommt auf die Hose. Okay, das wusste ich. Ich dachte, das muss ja auf die Schuhe. Nein, das war ja zuerst der Plan gewesen auf die Schuhe, aber dann hat die Community sich beschwert, da schon so viel Zeug auf den Schuhen sind und es ist aus Sinn, also da ist noch logisch, so ein Hai. Ja, guck mal, hier ist noch ein Hai. Ja, 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 dann lass mal einfach in Ruhe. Okay. Ich glaube, wir sind wir rum? Ja, 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 einmal waren. Sind wir rum? Ja. Ich will mal da oben gucken. Lass mich mal kurz auf der Karte schauen. Ich will mir mal das an. Das hier. Da waren wir, da waren wir auch. Oh, da ist mal das Portal an. Das da waren wir, glaube ich, noch nicht. Wo ist die Puppe jetzt schon wieder? Hier oben. Ich gucke mir gerade das Portal an. Im Weiten. Kannst du auch von nahen angucken. Musst du halt nur aufpassen. Nur noch nicht dahin. Oh, mein Finger. Huschen 3 suche ich auch mal zuerst und dann die Templates.
Okay. Das ist ein guter Tipp. Da ist Kastoranda. Jo, hat mal die Zent-Edit gebaut. Okay. Ey. Stell dir mal vor, was für eine Dimension man da käme. Wenn das funktionieren würde. Ich find's ein bisschen schade. Ich würde mal sagen, eine Dimension voll mit diesem Zeug. Oh? Kann ich mir vorstellen. Ja. Stell dir mal vor, so eine ganz andere Welt. Vielleicht kommt mal. Vielleicht gibt es da Drachen. Noch mehr Drachen. Zähmbare Drachen. Aber wie gesagt, ja, mal. Wir sind ja um Ideen nicht verlegen, sage ich mal so. Und wie gesagt, ich kenne auch unseren Kirito, wenn ich da mal so bekloppte Ideen entwickle. Die Tür ist offen. Er ist offen. So offen? Er ist hier? Hier nicht. Hier gibt's. Ja. Ah, hier ist. Anscheinend war hier schon jemand da. Die Fenster sind kaputt. Das ist so eine. Also ich war's nicht diesmal. Ich hab's nicht putt gemacht. Hm. Oh. Das wäre cool, wenn Desaster jetzt hier wäre. Der könnte das reparieren. Was macht das? Muss man einmal die Tür betätigen. Wenn das funktioniert, was macht das ein? Die Tür auf und zu. Aha. So eine Apparatur, nur um eine Tür auf und zu machen. Ja. Das, muss ich jetzt. Warte. Eine. So, jetzt ist Popo eingesperrt. Nur um eine Tür auf. Ich bin eingesperrt. Du bist jetzt eingesperrt. Nein. Ich glaube nicht. Ja. Nö. Nein? Nö. Weil hier sind keine Türen drin. Hier sind keine Türen drin. Es ist irgendwo was anders Nein, es gibt doch die Schatzkammer. Erinner dich mal. Die Goten und ich gefunden hatten. Es tut sich irgendwo eine Tür oder eine Falltür auf und da ist eine Schatzkammer drin. Da gibt es eine Kiste mit einem ganz besonderen Loot drin. Ich muss mal gucken, wo die ist. Weil da hatte ich mich doch versteckt. Da haben Goten und ich doch so eine Lachflash gekriegt, weil mich der Warden immer aufgelauert hatte. Er wollte mich da nicht mehr rauslassen. Die liegt unterhalb von uns, diese Schatzkammer. Kann nicht sein, da gibt's keine. Ja, irgendwo tut sich da was auf. Und ich erinnere mich deutlich daran. Betätige nochmal. Ich laufe mal nochmal eine Weile rum und guck mal. Ja, jetzt gehen die Türen auf und zu, was du gerade gemacht hast. Stimmt, hallo, irgendwas Fanboy. Nicht mit der Schaltung. Ja, vielleicht irgendwie merkwürdig generiert. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob hier schon jemand drin war. Da die relativ nah, glaube ich, ist, kann es gut sein, dass einer von den Community-Mitgliedern, also von den Spielern hier war. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es hier definitiv irgendwo. Ah, jetzt. Redstone war einfach kaputt. Okay. Die war einfach kaputt. Weil, guck mal, hier ist nämlich das Schießding. Warte. Die hier? Ja. Da war einer dieser Venen. Und das Redstone war hier drüben. Ah, ist rübergewachsen. So. So.
So einfach kaputt die Schaltung. Okay, weil hier ist nämlich dieses Ding mit der Zielscheibe. Wo Gurt zu mir meinte, schieß mal drauf. Weil das auch irgendwie kaputt war. Da war irgendwie was falsch generiert. Nee. Da hat sie das einfach hinzugefügt, guck mal, die Schatzkammer. Da, ja, es gibt und hier guck eigentlich mal, keine Schatzkammer. Ja, und der, guck mal hier, und das Pult zum Beispiel, das ist hier unter der Geode begraben. Die Geode ist hier mitten in dem Haus drin. Siehst du das? Ja, das machen die gerne. Machen also Geoden ist das gerne. Das ist ein merkwürdiger Block. Das Pult? Ist, Das ist eine Redstone-Lampe. Ich habe die gerade nicht erkannt, weil ich sie nicht vorstelle. Zugewachsen. Brutzelt hier? Wieso brutzelt das? Hier bei uns ist Feuer. Grillt hier einer. Okay, jetzt. Der Worten wird dich dann grillen. Oh, jetzt sind die Dinger wieder zu. Genau. Ja. Ah, jetzt hat Rio sich aber selber mit eingeschlossen. Jetzt muss ich die Türen wieder aufmachen. Schon dabei. Ich kann ja mal kurz erholen. Okay, ich schleiche mich mal wieder raus. Also, das ist quasi unter dem Portal. Ja. Moin. Und hier gibt es den berühmt-berüchtigten Seelensand drunter. Unter den Lagerfeuern, ganz hier. Oh. Das sind nicht mal Lagerfeuer, das ist... Ja. Das heißt im Grunde genommen Seelensand, wenn man den anzündet, gibt blaues Feuer. Ebenso Seelenerde. Ah, Seelenerde. Ich geh mal durch den Wasser lieber. Und vor allen Dingen für Kerzenfans, es gibt hier Unmengen an Kerzen. Aber denkt dran, hier sind überall noch diese komischen Heini. Aber das wäre cool. Aber da fällt mir bestimmt noch was ein, was wir da auf dem Community-Server machen können mit diesem Portal. Er sagt nicht umsonst, haben wir unseren Kirito. Wird mal wieder eine bekloppte Idee entwickeln. Das wäre doch cool, wenn wir das Portal hier nutzen könnten, oder? Also solche Portale. Du warst ja nicht... Und in eine andere Welt hüpfen könnten. Ja, das kann man schon machen, aber das ist ein bisschen aufwendig. Weil die ist ja dann nicht so, ich sag mal, so generiert. Da müssten wir dann wahrscheinlich etwas Hand anlegen. Aber das wäre so eine kleine Idee, die man da so hat. Aber guck mal, die ganzen Kerzen. Das ist eine richtige Kerzenallee hier. So viele Kerzen. Schrieker. Hier sind Spielverderber, kein Schrieger. Es sind Spielverderber. Aber wenn er jetzt hier nämlich eine Kerze wegnimmt, dann macht er. Dann schreit er. Dann schreit er euch an. Lass meine Kerzen stehen. Da ist noch eine Kerze. Du nicht nehmen Kerze. Genau, du nicht nehmen Kerze, ich dich platt machen jetzt. Ich rufe meinen Wächter. Das habe ich nämlich auch schon gebracht. Oder ich. Warte mal, war das nicht. Leo, glaube ich, war das. Der hatte sich die Kerzen geholt. Ständig leuchtet. Also wurde es dann dunkel und fing an zu blinken. Das war richtig. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Nirgends. Nirgends sind wir fertig. Hause. Nach Hause? Jetzt schon? War das alles? Ja. Kann ich wieder normal laufen? Oder muss ich weiter krämpfen in meinem... Du kannst nur mal laufen, wenn du möchtest. Weißt du, was ich, das... Weißt du, was das Witzige ist? Ich weiß nicht mal, wo es hier rausgeht. Sonst machen wir uns einfach einen Weg nach oben. Du weißt schon, dort nur ein Weilchen. Mein Bettchen. Stimmt. Das möchte ich gerne wieder. Er sitzt auch so ein komischer Schrei halt auf den komischen Zeug drauf. Wo sind wir bloß reingekommen? Ich hab überhaupt keinen Plan.
Ich guck gerade auf der Karte, wo man ungefähr. Ach, ich muss mal meinen Finger ausruhen. Ah, sind armer wir von Süden reingegangen? Wir sind irgendwie durch die ganz große Höhle mit dem Wasserfall. Sind wir nach unten. Gehen wir mal nach Süden. Da muss irgendwo eine ganz große Höhle sein mit Wasser. Gehen wir mal nach. Ja, wir laufen mal. Wir schleichen dann mal nach Süden. Mein Finger wird's mir danken, wenn wir hier wieder raus sind. Was hast du getan? Nichts. Doch, ich habe gesehen, dass du einen Bogen in der Hand hattest. Nein! Ich werde so jämmerlich tot gehen. Bogen. Hör auf. Ich habe ihn doch schon abgebaut. Ich wollte ihn doch nur abbauen. Bleib jetzt hier stehen. Der ist doch gar nicht da. Bleib jetzt hier stehen. Okay, tschüss. So schön, dich kennengelernt zu haben. Oh Gott, nein. Warte. Lass mich nicht alleine hier bei den Unholden. Ich habe Angst im Dunkeln. Auch wenn die Kerzen nicht. Du machst Bach mit. Hat das jetzt einfach zweimal noch geleuchtet, plus dem einen Mal von Riofund schon aufgelöst, während ich hier das Spiel neu gestartet habe. Ich ahne Schlimmes. Ich glaube, ich werde hier sowas von schreiend aus der Höhle gleich rennen. In wilder Panik querfällt mit ein durch die Ancient City. Ich glaube, wir sollten einen Block runter. Meinst du? Ja, wir gehen einen Block runter. Eieiei. Okay. Es regnet Wolle. Eieiei. Aber sehen tut er gut oder soll ich das, muss ich das noch ein bisschen heller stellen? Weil ich kann es ja noch ein bisschen. Müsste ich nachgucken. Ja. Kannst ja auch in dem kleinen Fenster sehen. Aber ich glaube, es hätte schon einer was gesagt. Wenn es euch zu dunkel wäre, dann ihr dürft immer so Veto einlegen. Wenn irgendwas nicht so ganz passt. Dann mache ich euch das heller, weil ihr wollt ja natürlich alles mitkriegen. Ich hoffe nicht, dass wir diesen komischen Wasserfall da hoch müssen. Der da gerade. Ich glaube, wir sind von der Seite irgendwo von der Wand gekommen. Nein, wir sind kein Wasserfall runter. Also zumindest nicht hier ja, rein. Ja, ist hell genug. Okay. Bei dem Wasserfall weiß ich definitiv, ich fall raus und dann löse ich den Boden aus. alleine schon im Wasser schwimmen. Das macht alles Lärm? Ja. Auch wenn ich die Luft anhalte und ich pupse? Ja. Aber ich finde das so cool, weil die Geode genau hier am Portal drin ist. Seht ihr das? Lustiger wäre es, wenn es genau in der Mitte wäre. Jo. Wie so ein Osterei. So. Okay. Aber das Portal kaputt gemacht hättest du noch dazu. Ja. Gehen wir mal weiter nach Süden. Da. Ich brauche eine Massage an meinem kleinen Stinkefinger. Bin draufgehüpft. So. Okay. Aus. Schön. Auf jeden Fall. Mist, der ausgeworben ist. Auf jeden Fall hat sich der Aufwand gelohnt. Ich weiß nicht mehr, wo der Ausgang ist. Du weißt nicht, wo der Ausgang ist.
Ja, ich glaube, kann es Fängt hier? schon mal gut an. Und wir Oh, werden hier hier, guck mal, guck mal, elendig guck mal, hier, sterben. hier, 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 Ja, hier, der, hier. ich wollte gerade sagen, dass wir hatten doch so eine Art Treppe und kamen durch die Wand oder irgendwie Hier hoch. sowas, einem relativ nah beim Portal. Kann ich mich ganz schwach erinnern. Es ist ja schon wieder so lange her. Ein paar Tage. Sind wir dann entlang gegangen? Sind hier hoch Da, dann? Ist der Weg nach oben zugewachsen? Oder Es sind wir da sieht fast so runtergesprungen? aus, als wäre unser Weg hier zugewachsen. Sind wir nicht unten gekommen? Ah, oh, okay. Hey, ich höre. Was? Was ist los? Hallo. Doch unten lang. Ah. Egal. Nein, 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 kommt das Tor wieder hoch. Hallo. Auch Komm wieder doch hoch. hoch. Ach, du bist Komm runtergefallen. hoch. Nein, da wäre der Weg eigentlich hoch gewesen. Okay, da wäre der Weg gewesen. Na super. Hier hast du dein Bett. Ah, mein Bettchen, da oben steht. Ein heißgeliebtes Bettchen. Da habe ich noch Platz, um es einzupacken. Ja, haben wir. Bettchen. Okay. So, ich hoffe, dass ich jetzt bald mal aufhören kann zu sneaken, weil es ist echt schmerzhaft. Hier lang. Also. Da geht's hoch. Okay. Da ist wieder normales Terrain. Ich kann wieder normal laufen. Okay. Oh. Findest du sogar jetzt schon? Oh, mein Finger. Kaum ist man hier oben, kommen gleich wieder so eine Heinis rein. Ui. Geh Oh, weiter. Mann. Ja, und von oben gleich noch so ein Skelett-Heini. Ich weg. Hä? Ja, ich bin nur, damit der Skelettteil mich nicht sieht, der da oben rumturmt. Da, jetzt müssen wir mal Da gucken, wenn lang. wir am besten hochkommen. Da. Da hinten, genau. Da sieht's gut aus nach Wasser. Ah. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Was wolltest du denn schon wieder machen? Du wolltest mich doch bestimmt schon wieder erschrecken. Warum geht das nicht? La 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 la. So, erstmal hier ein bisschen höher hüpfen. Oh, Wahnsinn. Da ist der Ach, Wasserfall. Alter, Ja. das mobbt mich, Mano. Oh. Was wolltest du denn wieder machen? Erio? Warum ist hier Wald? Wald? Meine Was? Karte sagt, hier ist Wald. Ah ja. Biom Wald. Ah, vielleicht über uns. Dieses Zickzack-Gedöns. Also, gleich wieder 50 Leute auf einmal, die uns vermisst haben. Das Begrüßungskomitee hier. Ich mag solche Begrüßungen nicht. Okay. Hüpfen wir mal weiter hoch hier. Der Hoffnung, dass ich Ich nicht bin hier wieder Triple auf. Cut. Da hinten ist eine Fackel. Bumm. Hier ist noch eine. Noch eine Fackel. So gut, dass ich die Fackeln hingestellt habe. Ja, wir kamen hier runter und das Eis ist das Wasser ist gefroren. Hallo, Zombies.
Bobo? Ja. Das Wasser ist gefroren. Das Wasser ist. Was? Ach nö. Weißt du, was ich jetzt mache? Hier ist doch noch Wasser, aber das ist Wasser, wo ich runterfalle. Wir bauen uns einfach nur um. Ja, genau. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, die Rio wieder. Laut jedenfalls. Okay, wir machen das ganz dezent und leise mit diesen Dingern, weil sonst die scheiß Dinger wieder ausgelöst werden hier. So wird man die Dinger aus. Also wirklich. Okay, es ist zumindest Tag. Das ist doch schon mal positiv. So, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Auf jeden Fall gibt es hier wahnsinnig viele Mineralien. Okay. Hä? Ich hab doch irgendwo das Wasser runtergelassen. Ja, ja, das Wasser sieht aus wie Wolle. Mhm. Blaue Wolle. Ach, hier, guck mal. Oh. Blaue Gott. Wolle, wohlgemerkt. Nix Wasser. Blaue Wolle. Hier hast du Wasser. Ja, ja, ich komm mit Wolle hoch. Ist ja auch egal. Freut sich der Nächste, hat er gleich Wollausrüstung. Da. Okay. So, jetzt müssen wir mal die Schuhe wechseln. Da falle ich nämlich nie mehr drauf rein, als ich das vergesse. Noch was essen und dann, oh Gott, was das kommt. Meine Nerven. So, jetzt können wir den Schilder wieder anmachen, unsere Gamma wieder runterdrehen. Bisschen. Und wieder nach Hause, oder? Ja. Also dass du mal anfangen kannst zu bauen. Also momentan fällt mir auch nicht so. Ja, wie gesagt, ich habe immer noch nicht so so die Idee, wie gesagt, wo ich das machen will. Weil ich bin immer noch so, dass ich gerne doch das hinziehen. Wir sollten dann nach Südwest. 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 Nordwest. Okay, hier lang. Ei, ei. Wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen am Überlegen, in welchem ich mich eigentlich ansiedeln möchte. So ein bisschen, obwohl ich ja alle Baustoffe würde ich ja alle von der Farmwelt kriegen und vom Marktplatz. Das ist nicht das Problem. So gut wie alle. Ja, so wie gut wie alle, genau. Großteil Nether und sonst, ja. End halt noch nicht. Später vielleicht. Au. Weil irgendwann muss man ja auch mal zum Ernst des Lebens zurückkommen und sich Gedanken darüber machen, was man für ein Dach über den Kopf haben möchte. Weil ich habe ja nur meine kleine Starterhütte. Aber vielleicht bleibe ich da auch. Also ich. Ja, doch. Weil ich kann das eigentlich ganz gut integrieren, das Haus. Das würde denn irgendwann so ein bisschen bauliche Veränderungen kriegen, das Haus. Aber, ja. Also, ich sag mal so, von der Freifläche, die ich da habe, ich müsste nicht so viel vor. Und so viel machen. Und das Geschleppe schreckt mich eigentlich auch so ein bisschen. Jetzt großartig ihn so. Ich habe Fragen über Fragen. So, ich könnte mir eigentlich meine anderen Schuhe anziehen. Meine Lederschuhe mal ein bisschen schonen. So. Es hat nur die Frage, was möchtest du bauen?
Also ich würde, ja, ich will nicht immer Ritterbogen bauen, aber ich habe mir überlegt, ich möchte ein total gigantastisches, beklopptes, verrücktes Haus bauen. Aus allen möglichen Materialien, Stilen und weiß ich. Okay. Habe ich einfach mal so Bock drauf. So futuristisch gemischt mit ganz alt und einfach so der Fantasie mal so richtig freien Lauf lassen. Also einfach gar nicht mehr so drüber nachzudenken, passt jetzt da das Dach rauf oder welche Fenster oder wie groß muss das sein, sondern Ach du einfach Scheiße. gigantastisch einfach loszulegen. Ich glaube, ich werde dich nie wieder besuchen. Sozusagen einen massiven Blockmissbrauch betreiben. Nicht nur Blockmissbrauch. Jo. Es ist ja schon Geometrie und Ja, ihr müsst wissen, also Symmetriemissbrauch. Rio hasst nichts mehr, als wenn etwas total asymmetrisch ist. Und sie kennt mich. Wenn ich Was ist schon denn das solche Dinge tue, so? dann sage, dann kann sie mit etwas sehr asymmetrisch rechnen. Das ist total. Aber ich sag mir, hey, einige bauen ja auch so total bekloppte Sachen eigentlich. Also wo jeder sagt auch so, ihr habt doch echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Also wenn ich also Christa denke, sorry, Christa, die Idee ist einfach schon so bekloppt, dass sie schon genial ist. Ihr müsst euch die Videos reinziehen. Ich hab gedacht, ich falle vom Glauben ab. Die mal auf so eine Idee kommt. Und da muss ich ja jetzt als gutes Vorbild so ein bisschen kontern. Und da habe ich denn eigentlich mein Boot. Wieso habe ich kein Boot mehr? Warte mal, habe ich mein Boot eingepackt? Mal gucken. Ja, habe ich. Hab mein Boot eingepackt. Sehr logisch. Oder? Ist sehr logisch. Boot in Rucksack packen. Naja, man braucht es ja nicht unbedingt in der Ancient City. Ja, wie gesagt, Christa, ich sehe das so als kleine Herausforderung an. Weil, ja, jetzt muss ich natürlich nachlegen, aber wie gesagt, es ist so bekloppt, die Idee jetzt, wie man auf so was kommt. Oh mein Gott. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Craft Attack geguckt. Also, es hat zwar noch keiner sowas gemacht, aber ich glaube mal so, dass so dieses Gigantastische bei dir so ein bisschen abgefärbt hat von denen. Warum hältst du immer wieder an? Ja, weil ich hinter dir fahre. Du Oh. kannst doch vorfahren, du weißt doch, wo dein Zuhause ist. Ja, weiß ich. Aber ich lasse mich immer so gerne ablenken. Oh, guck mal, Lava. Willst du Wow, Vanille hier eigentlich toll. schon gucken? Oh. Toll, Lava, wow. Ja, Gibt in jedem Zuckerrohr zweite und Ecke. Rasen. Und Kies. Oh, guck mal, ein Loch. Guck mal, ein Loch. Oh, guck mal, Blümchen. Und guck mal, noch ein Mal Loch. Birke. Ah ja, so querfeldbeet Mal ein einlaufen. Schrieker. Oh, ein Schwein. Ja, toll. Super. Bist du stolz jetzt, ja? Dass du dem armen Schwein da unten Angst machst. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, irgendwie kam eine Idee zur anderen und es wurde immer größer. Ja, aber wie gesagt, auf so eine Idee zu kommen, das ist krank. Das ist einfach nur krank. Wie gesagt, guckt euch. Aua! Menno, wer hat da das Laub geklaut? Durchs Laub Ich gefallen. nicht. Ich muss dir mal nachher mein Haus zeigen, wo ich fürs Wort Pixel geplant habe. Okay. Also, ihr müsst wissen, Rio ist auch eine von den etwas durchgeknallten, so neben Mimi. Und mittlerweile reiht sich Christa da ohne Probleme ein. Und wie gesagt, und Matze und so. Naja, ich meine, die sind ja nicht ohne Grund im Bauteam. Und wie gesagt, Christa, wenn du so weitermachst, werde ich dich zwangsverpflichten. Total, total irre. Ohne Idee zu kommen. Oh, hier gibt es wieder so ein.
Eine schöne, aber das war, glaube ich, die Höhle, wo du drin warst und meintest, nö, keine Ancient City, oder? Da waren wir hier gar nicht. Ich weiß es nicht. War noch gar nicht. Hier waren wir noch gar nicht. Okay. Wir sind ja gleich bei dir zu Hause. Stimmt. Ich. Stimmt, das ist ja diese große Höhle, die bei mir da um der Ecke ist. Ich sehe ja schon mein Haus fast. Ich sehe schon. Da ist mein Und noch. Häuschen, mein Asterix-Häuschen. Aua. Brech mir hier irgendwann noch die Haxen. Da. Also wie gesagt, das mit dem Schmalen hier, das ist ja die eine Sache, aber wie gesagt, von dem Terrain hier finde ich das gar nicht schlecht und mir total was Beklopptes hin. Der Hang da oben, der würde sich da perfekt zu eignen. Da, rein in die gute Stube. Hallöchen, Füchschen. Na, hast du mich vermisst? Ein Die kleiner haben sie Rucksack. beobachtet. Transporteur. Ja, also wie gesagt, wir haben ja jetzt so einiges gesammelt. Das witzigerweise ist, seit ich den großen Rucksack habe. Ich sag mal so, ist nicht wirklich hier viel drin. No? Also nicht wirklich. Ich habe übrigens noch 12 Knochen für dich, Rio. So, mal schauen. Wer wollte nochmal diese Vorlage haben? Hanna war das, oder nee, Matze wollte sich die duplizieren. Der ist jetzt nicht da. Dann Nee, der ist nicht mehr da. schmeiße ich mal hier alles so ein bisschen in meine Kisten. Wir hatten ja hier so eine Grabbelkiste, wo ich ja dann auch schon das Backpack in der Hand. Ich bin hier. Okay, hier war das ja, was ich alles noch nicht ausgepackt habe. Ja, also eine ganze Menge zum Einsortieren, wie ihr sehen könnt. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen Zeug noch reinpacken, weil ich habe definitiv wenig Kisten. Es ist richtig schlimm mittlerweile. So, ich muss mal gucken. Warthof. Ich habe Wildnis. Habe ich 4 Küstenrüstung. Es ist ja immer so, dass man eine Schmiedevorlage für ein Kleidungsstück nimmt, oder? Ja. Gut. Okay. Es Dann wird ja verbraucht. Küsten habe ich 2. Wachen habe ich 7. Aufzieherrüstungsbesatz habe ich 1. Und jetzt haben wir schon eine Wartung. Okay. Okay. Okay, dann packen wir mal dieses Zeug hier, was ich immer mit habe. Dahin. Jetzt muss ich mal kurz in meinem Backpack gucken. Du hast auch ein Und paar Wechsel, wenn ich richtig liege. was habe ich? Verwechselt? Die aus. Irgendwo, ja. Wie gesagt, ich muss jetzt hier erstmal. Ich habe noch einen Knochen. Noch 12 Knochen für dich. 13 Stück hier noch. Taschengeld, dann habe ich ein Bündel, was ich hier wieder reinpacken kann. So, dann haben wir ein Behutsamkeitsbuch. Wir haben noch eine Eisenspitzhacke, die lasse ich hier drinnen. Die 5 Eisen kann ich rauspacken. Mein Pinsel bleibt da drin. Eine Leiter, eine Ersatzleiter. Das Holz packen wir auch mal hier wieder rein. Und so meine Notfalldinge halt. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wartet mal, ich muss immer nur dran denken, dass ich dieses Backpack aus der Hand nehme. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben noch die Fäden, das gehört alles unten rein. Ich habe hier noch ein Zauberbuch. Ich habe meine Schnüffler noch, die haben auch noch kein Zuhause. Hier haben wir das Hirn drinne. Da unten sind die Sachen alle. Warte, Hirn? Ja, Hirn. Hirn oben. 2 Stück. 2 Hirne. 2 Gehirne. Phantomhäute. Die sehen aus wie Gehirne. Das sind doch keine Gehirne, das Ah, ist eine doch. dünne Haut. Okay, der Rest ist. Warte mal, ich hatte hier noch irgendwo Sprengstoff. Aber die heißen doch Membran, oder nicht? Ja, eigentlich schon. So, dann haben wir jetzt verzauberte goldene Äpfel und
Nee, tatsächlich Haut. Behutsamkeit haben wir jetzt Braun zwei. Okay, das heißt, das wir können die Dia-Axt nämlich schon mal reparieren. Aber ich habe noch nichts mit Reparatur. Nee, da habe ich noch kein Buch. Ah, hier sind die ganzen Sachen. Ich muss die Bündel alle auspacken. So, verzauberte Goldäpfel habe ich hier auch. Die packen wir hier mal rein. Oh Mann. Okay, wir nehmen mal ein Bündel und packen das aus. Da sind nämlich auch noch ganz viele Sachen drin. Wir haben hier Kohle, wir haben hier Moos. Noch mehr Emeralds. Und hier habe ich ein Plagegeister-Rüstungsbesatz. Rio hatte recht. So, Plagegeist-Rüstungsbesatz. Dann nehmen wir mal die Fackeln. Weil ich habe nämlich... Die Übersetzung. Ja, das ist so merkwürdig. Okay, dann machen wir die hier noch rein. Was haben wir hier noch? 19 Diamanten packen wir hier noch rein. Dann haben wir so ein komisches Teil hier. Dann haben wir hier noch was. Dann haben wir noch 7 Erfahrungsflash. Dann haben wir noch so ein komisches Teil. Also... Und noch mehr Gold. Ah, ja, das ist lateinisch. Fast lateinisch, aber trotzdem. Dann müssen wir wieder das Backpack hoch. Ja, das geht auch so. Okay. Mein Backpack mal dezent an die Wand gepackt gerade. Okay, dann machen wir mal weiter. Nächstes Bündel. Weil ich hab Krempel. Okay, dann haben wir ja diese komischen Rika-Teile. Gehst du noch erkunden oder? Ich bin am Überlegen, ob ich heute schon anfange zu bauen, weil wie spät haben wir denn das? 21:42 Uhr. Ein bisschen, ich bin gerade am Überlegen, ob wir heute die Grundsteinlegung machen. So ganz, ganz. Hast du noch irgendwas vor? Ich habe hier noch 4 Knochen. Ich habe hier noch Knochenblöcke. Nach Hause gehen. Ich habe noch 14 Knochenblöcke. So, dann haben wir hier noch ein Säckchen, was wir reinpacken können. Ich überlege auch immer, haben wir denn wirklich schon alles jetzt erkundet oder fehlt da noch? Ups. Jetzt nicht mehr. Okay. Das und... Wenn ich ein Buch ich habe so viel Krempel, hier sind noch mehr Rüstungsbesätze. Ja. Ich sag doch weg ein Durcheinander. Ja, ich brauche mir diese Zeit, dass ich mal anfange, mein Haus irgendwie einzurichten. Machen und. Und dann bin ich auch mal wieder. Ja, nach mach Hause. Das, Ria. Rio. Ria? Ja, ich weiß ja auch nicht. Was? Wachenrüstungsbesatz. Okay, wir haben noch einen Wachenrüstungsbesatz. Seit wann haben wir schon den Big Was? Pack? Habe gedacht, den gibt es noch nicht. Den Big Pack gibt es noch nicht, den teste ich momentan aus, weil und zwar muss die Mimi da noch ein bisschen was dran rumbasteln. Also, was wie hast gesagt, du da vor, Christa? Oh, hast du es gesehen, was sie baut? Das ist sowas von krank. Aber sowas von. Wie gesagt, ich verrate nichts, weil ich finde das lustiger, wenn die Leute es selber entdecken. Ganz ehrlich, guckt ihre Videos, ihr was schmeißt mich weg. Ist einfach nur durchgeknallt. So, okay. Hier haben wir noch Kupfer für meine ganzen Pinseldinger. Und hier haben wir noch einen Goldklumpen. Dann haben wir noch so einen Plagegeister, habe ich tatsächlich noch. Was? Noch einen verzauberten Apfel und noch jetzt rum. Okay, dann packen wir den Sack hier wieder rein. Okay. Also ihr seht, ihr findet hier echt Unmengen. Halt, ich ein Bettchen anklicken, in denen die ganzen Bücher, Federfall, Treue, Behutsamkeit. Also Behutsamkeitsbücher habe ich jetzt so einige, also da kann ich mittlerweile ein ganzes Team auswischen. Also wie gesagt, also diese Backpacks,
müsste ich, glaube ich, dann. Das, also pass auf, das Problem an der Sache war, dass wo ich Rio einen abgegeben habe, hat die Tatsache mein Inventar drin gehabt. Das ist so ein kleiner Fehler, der da noch drin ist. Das heißt also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, dir jetzt einen großen geben würde, dann würdest du quasi meinen Inhalt drin haben. Also was ich da reinpacke. Es würde sich dann sozusagen duplizieren. Was ja nicht der Sinn der Sache ist. Wir sollen ja Benennt den für die. Inventar desjenigen. Genau. Weil Rio hatte dann plötzlich mein Inventar. So, okay, das sind alles Sachen, die nach unten kommen. Also ich habe noch Kisten hier, aber ich habe einfach keinen Platz. Das Problem. So, hier haben wir noch eine leere Flasche für Mimi. Dann haben wir hier noch Steine, Bücher, Holz, Leinen und hast du nicht gesehen. Also hier ist ja wirklich kein Mist. Ich muss mal sortierter Dinge suchen, glaube ich. Das ist ja gruselig hier. Okay, hier haben wir noch Bücher. Und das ist unten. Das ist in die Kiste hier. Und dann mache ich mal meine Erfahrungsfläschchen hier noch mit rein. Können die keinen, weil das ist alles noch unten geht gleich. Okay, dann haben wir noch ein Holz. Dann haben wir noch Faden. Dann haben wir noch eine Leine. Ich sagte ja, ich habe Unmengen an Leinen. Hier haben wir noch was zu essen. Hier haben wir noch mehr Emeralds. Und noch sechs Leder. Das auch rausnehmen. Dann muss ich hier wieder reinwechseln. Also auf jeden Fall, wie gesagt, es ist in Arbeit. Es ist so das Ziel halt, was wir haben. Dass wir euch da wird mir das muss mir das merken dass ihr die dann auch nutzen könnt halt, ne? Oh, okay. Guck mal hier, sage ich doch, einen Diamanten in Harnisch habe ich schon, hier habe ich noch Leder, das kommt auch noch unten, das ist unten. Okay, und dann haben wir jetzt noch mal hier Gold, Eisen und Emeralds. Gesagt, ich kann ein ganzes Team hier ausrüsten mittlerweile. Und eifrig gesammelt hier. Ah, was haben wir hier noch? Ein TNT haben wir noch. Dann haben wir noch Fischis. Noch mehr Fischis und Diamanten. Das müssen wir gleich machen. Wir müssen erst das hier alles wegpacken. Diamanten. Das ist. Okay, der TNT. War schon 22 TNT-Dinger. Wahnsinn. So, jetzt kann ich den nehmen, kann den wieder in meinen Rucksack packen. Hopp. Okay, weil da ist mein Ersatzzeug drin, wie Kohle und sowas. Das können wir dann mal reinpacken. So, dann ist voll. Jetzt ist voll. Okay, dann müssen wir die Kohle so mitnehmen. Es geht ja nicht anders. Ey, ich hab zu viel Zeug, habe ich dir das schon mal gesagt, Rio. Einfach zu viel Krempel. Okay, dann müssen So wir viel mal Krempel die. hast du gar nicht mal. Na, du hast mehr, ich weiß. Dann schmeißen wir mal das ganze Zeug hier rein. Mal oben noch eine Holzkiste, die war hier. Da kriege ich auch nichts mehr rein. Ihr seht schon, ich hab einen. Okay, dann machen wir Schwarzeiche hier rein. Dann haben wir hier noch ein Slab. Essen wir hier rein. Das, was ich auf jeden Fall besorgen muss. Ich habe übrigens noch 48 Knochen hier bei mir. Dann haben wir hier noch Fleisch. Haben wir hier schon Fisch drin. Hier haben wir Fisch drin. Solche Blätter hier, Leder haben wir hier nicht. Das ist auch nicht da. Okay, das hier rein. Da haben wir noch Ulmen, Setzlinge, dann Plättchen. Dann haben wir hier noch Unmengen an Leder.
Die Dinger. Mats. Okay, die Dinger gehören ja auch nicht hin, aber auch wurscht, weil ich habe keine Lust mehr dauernd zu sortieren. Ja. Okay, also das Problem an der Sache ist jetzt, solche Heinis hier. Ja. Ja. Ja, ja, komm ruhig her. Du fällst sowieso vorher um. Also, das Problem an der Sache ist, dass ich jetzt gucken muss, wo ich hier überhaupt irgendetwas bauen möchte. Das, was ich nämlich vermeiden möchte, ist, dass ich zu viel Terraformen machen muss. Aber ich sag mir mal so ein bisschen, so ja jetzt was wegzukommen, das geht ganz gut. Ja, ich möchte, wie gesagt, auch so ein bisschen gigantisch bauen. Das heißt, dann die ja auch noch mitnehmen. Damit ich zumindest für das erste Gebäude, was ich so im Kopf drin habe, schon mal eine ausreichend große Fläche habe, weil das wird doch sehr groß. Und der Vorteil ist hier, im Gegensatz zum Survival, also wenn wir morgen zum Beispiel bei Your Way sind, in Your Way habe ich keine Gerüste. Das heißt also, da etwas wirklich sehr groß zu bauen, und das wird dramatisch, aber hier ist das nicht so schlimm, wenn ich hier mal so runterfalle, aber wie gesagt, ich habe halt Gerüste und dadurch kann ich mir den Luxus erlauben, doch relativ groß zu bauen. Ja. Jetzt muss ich mir nur überlegen, Gedanken machen, welche Steinpalette ich haben möchte. Für das erste, was ich machen möchte. So den zentralen Punkt quasi des Ganzen. Und es quasi hier sein. Ich bin gerade am Überlegen, mit welchem Block könnten wir anfangen? Ich würde sagen, wir fangen Tatsache mit Kobbel an. Mit Kobbel, ganz normalen Kobbel. So, jetzt haben wir hier ganz viel Leiter. Okay. Das ist ja klassisch. Ja, ganz klassisch. Ich sag mal, da komme ich jetzt auch eigentlich am einfachsten dran. Obwohl ich ja gesagt habe, ich könnte mir ja eine Diamant-Pickaxe jetzt mal machen mit Behutsamkeit. Weil ich habe ja einen Amboss, aber ich habe keinen Zaubertisch. Brauche ich nicht. Weil ich habe ja die Bücher. Kannst ja sonst, ja, sag schon. Trading Hall. Trading Hall. Verkauf dir eine. Ich brauche ja eigentlich nur eine Diamant-Pickaxe. Ich brauche eigentlich nur eine Diamant-Pickaxe mit Behutsamkeit drauf. Mehr brauche ich. Oh. Du hast ja ein Behutsamkeitsbuch. Aber die hat halt keine Reparatur. Hat der Villager. Okay, dann machen wir das so. Wir basteln uns jetzt ein. Nehmen eins von unseren Behutsamkeitsbüchern mit. Ja. Jetzt bin ich aber überlegen. Warte mal, wir nehmen mal Smaragde mit und der will wahrscheinlich auch wieder Bücher oder so haben. Oder? Ich mal davon aus. Smaragde und Bücher. Genau. Okay. Aber bei den Betten habe ich so Bücherregale eingetan, wo leere Bücher sind. Okay. Also ich habe hier stackweise Bücher, das ist nicht... Okay, wir machen das mal so. Wir nehmen die mit, das mit. Und dann die Smaragde alle mit, das Buch mit. Packe ich jetzt erst hoch, das packe ich mal. Packen mal das, was wir brauchen gleich. So, seit... A ist keine Haltbarkeit auf der. Ich habe ja dann wirklich nur Behutsamkeit. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie... Ich muss mal gucken, weil ich habe so viele Bücher, ob da noch was ist. Schärfe, Stärke, Wasser, Behutsamkeit, Feuerschutz, Treue, Federfall. Also ihr seht, meine Bücher eignen sich nicht unbedingt. Ja,
eignen sich nicht. Also wir können ja das Huschen-Ding auch mal. Nee, das Huschen können wir hier auch auf. Ja, also meine Bücher eignen sich definitiv nicht dazu, eine vernünftige Picke herzustellen. Das heißt, wir werden uns jetzt auf den Weg machen zur Trading Hall und werden mal gucken, was wir bei diesen netten Herrschaften da alles so holen können. Ich nehme hier mal einfach genug Zeug mit. Ein Stack Bücher müsste reichen. Ich glaube nicht, dass der so viel braucht. Okay, also das, was wir jetzt machen werden, wir klicken erstmal hier das Bettchen an. Dann, ja, machen wir uns auf den Weg zur Trading Hall. Yay. Okay, das heißt, erstmal fahren wir jetzt rüber zur Farmwelt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch richtig laufe. Farmwelt, Farmwelt, ich laufe schon wieder falsch, sage ich doch. Ich die Richtung. Ich werde es nie merken. Okay, in die Richtung hier quasi über das Plateau rüber und auf geht's zur Farming Welt, weil dort steht zwar nicht der Herr, aber wir fahren dann einfach mal mit der Eisenbahn rüber zum Spawn. Und vom Spawn aus reisen wir dann weiter zur Tiki Bar und von der Tiki Bar dann aus. Also wie gesagt, ich mache es jetzt absichtlich ein bisschen komplizierter. Ich könnte es jetzt auch einfacher machen. Ich mache es jetzt aus dem Grund kompliziert, ganz einfach, damit ihr ein bisschen wieder was vom Server seht. So, okay, wir müssen ja durch den Schnee Wie latschen. soll das einfacher gehen? Du meinst, das ist wirklich so umständlich, momentan noch. Wer hat denn hier Wasser hingegeben? Ja, das Wasser. Es gibt ja keinen direkten Teleport zur Dings. Den gibt's nicht. Trading Hall gibt es nur den Teleportpunkt im Grunde genommen vom Bahnhof aus. Tiki-Bar. Genau. Zur Tiki-Bar Zur hin. Tiki Bar und dann müsst ihr halt mit dem Bötchen anhand der Bojen, aber das seht ihr gleich, darüber fahren. So, warum gucke ich eigentlich immer auf der Map, wenn auf meiner Minimap ein deutlich grünes, großes F steht? Ich weiß es nicht. Normal. Okay, wir machen uns jetzt auf die Suche nach der Farmwelt und von da aus reisen wir dann mit der Eisenbahn. Mit der Töff-Töff zum Spawn. Hä? Mit der Nee, Lore. ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Achso, Entschuldigung. okay. Du bist gerade verwirrt. Wann bist du mal nicht verwirrt? Ja. Deswegen, Rio kann man leicht verwirren. Indem man einfach Kann man das? total. Naja. Ich kann man leicht verwirren. Das ist aber auch das Schöne an Rio. Hey! Ja. Ich laufe hier übrigens gerade durch den Hatschi-Wald. Kennt ihr den Hatschi-Wald? Das sind Birken. Ich bin allergisch gegen Birken und ich habe um mich herum nur Birken. So, jetzt sind wir eigentlich da, wo ursprünglich mal mein erstes Haus hier stand, wo ich versehentlich gebaut hatte. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ja, toll. Habe ich ja wieder die gute. Na gut, wir starten um. Okay, einsteigen und dann fahren wir ganz gepflegt jetzt rüber zur Farming-Welt. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Guck mal, da kommt schon der XP-Turm. Yay! Da sind die Wächter. Die Fischis, die großen. Ich finde das so genial. Das ist so liebevoll gebaut hier alles. Das ist so, ich kann es immer gar nicht sagen. Also, ich habe so ein tolles Bauteam. Ich bin immer wieder hin und weg, wenn ich hier hinkomme. Auch diese Froschi-Farm, ja? Mit den Froschi für die Froschi-Lichter. Da müssen wir dann später auch immer mal nochmal hin, um solche Dinge dann holen. So, jetzt fahren wir erstmal. Ich habe nämlich gehört, dass man mittlerweile kostenlos wohl reisen kann hier. So. Okay. Ab geht's.
Gut, okay, die Lore ist startbereit. Und wir fahren jetzt zum Spawn. So, das heißt, ich mache jetzt wieder erstmal den Shader aus, damit er sieht, wo ich hier lang fahre. Das war cool. So, und dann müssen wir sehen, dass wir hier irgendwie einsteigen. Mann, diese blöden Loren immer, die hauen immer ab, bevor ich drin sitze. Jetzt haben wir gleich wieder Rücklauf, werdet ihr erleben. Also wenn euch das passiert und so eine Lore hier leer durch die Gegend fährt, das heißt nicht unbedingt, dass sie dann bis vorne ankommt. Kann auch manchmal zurückkommen. Haben wir alles schon gehabt hier. Okay, wir fahren jetzt ganz fröhlich und zum Spawn. Mit der wundervollen, von Desaster gebauten U-Bahn. Ich liebe es. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich denke, Mario, guckst du gerade, ob du die Lore einfangen kannst? Hier rumgeistert. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Hallo, Kellech. Hallo! Ich Kellech. bin einfach direkt Oh, vor dir hallo. gefahren und die Lore ist laut. Ja, die ist sehr laut. Aber ich kann gerade nicht während der Fahrt ändern. Ich muss mal gucken, was wir jetzt vielleicht. Zu was gehört eine Lore? Ich weiß es nicht. Ah, freundliche Kreaturen. Freundliche Kreaturen. Okay, dann wollen wir versuchen, das mal. Freundlich. Ah, Ah. okay. Gut. Dann schalten wir die mal. Moin. Das sind die Haha und ja. So, jetzt geht's hier hoch. Also es dauert eine Weile. Und ich kann euch eigentlich immer den Tipp geben, lasst. Bleibt sitzen. Wenn irgendwas passieren sollte, einfach um Hilfe schreien. Ja, dann kommt einer. Ich denke mal, es sind genügend immer vom Bauteam da oder von den Admins. So, und einfach bis zum Schluss sitzen bleiben. Ihr werdet rausgeschmissen und dann ist alles wieder okay. Ja, und die Lore wird dann quasi verschwindet. Oh, es ist Nacht. Okay. Ticket in den Trichter werfen. Also ich glaube, der Ticketverkäufer ist mittlerweile. Genau. Seht ihr? Ticket hat Mimi schon umgeändert, damit ihr keine Emirates mehr braucht. Weil natürlich, wenn ihr als Neuankömmling hier nämlich kommt, dann habt ihr noch keine Tickets. Und die sieht ja richtig toll aus. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Da So, fehlt ich. was. Aber was fehlt? Die hat nur ein Schild gefehlt. Achso, hier hat ein Schild. Okay. So, ich gehe jetzt mal zur Tiki Bar. Also hier ist der nette Herr von der Tiki Bar. Da müsst ihr nämlich zuerst hin. Hallo Frei, wie geht's dir? Warte mal. Ich mach mal kurz Zwischenhalt hier. So. Das ist der nette Herr Frei aus Momentum für die Tiki Bar verantwortlich. Also Illuminatus, ne? So, da steht irgendwas, ich kann es aber gerade nicht lesen. Und das Witzige ist ja mal, dass die einen immer angucken. Das. Hab irgendwas gerade gelesen, aber ich konnte. Ah, warte mal. Immer Willkommen. rechtsklick. Willkommen bei. Bei der Tiki Bei Bar. der Tiki Bar. Okay. Und wenn ihr dann wieder aus der Trading Hall zurück wollt, dann müsst ihr hier zu diesem netten Herrn, den kennen wahrscheinlich viele. Den auf den Bauch klicken und dann kommt ihr wieder zurück. Machen wir. Man muss immer auf die Bäuche bei uns klicken. So, übrigens gibt es die Hanna hier auch. Weil wenn ihr nämlich mal vergessen Auf den habt, ein Bauch Boot klicken. mitzunehmen, da ist die liebe Hanna hier. Die Hanna. Und die Hanna gibt euch Boote. Die hat einen Ich. 24/7-Job. Genau, die hat die muss 24 7 hier stehen und Boote euch geben. Ich habe aber mein eigenes Privatboot. Und dann seht ihr schon, hier sind Bojen, damit ihr euch auch ja nicht verfahren könnt. Hüpf. Und los geht's. Einfach den Bojen nach. Und dann kommt er direkt zur Trading Hall.
Weil wir haben das ein bisschen weiter wegen der Performance alles so ein bisschen auseinander weiter weggebaut. Damit ihr halt hier so. Ihr findet hier übrigens auch in Zukunft so eine Nether-Verbindung, also eine Verbindung übers Nether. Aber wie gesagt, momentan noch nicht, weil wir da noch was rumbasteln müssen. Würdest da du gibt's bitte doch aus ein meinem Steg. Schiff kommen. Gib mein Boot Mädchen, her. Da gibt's ein Gib Steg. Mein Boot her. Gib mein Boot her. Mein Boot. Jetzt hocke ich mich auf die Schaukel. Ajo. Schubst du mich an? Ja. Schaukel. Na, 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 na. Das wäre cool. Man müsste irgendwie mal so. Ich sag's ja, man müsste eigentlich mal gucken. Ob man nicht Dinge wirklich in Bewegung setzen kann. Also das ist so mein Plan. Das ist noch so ein Gadget, was ich so im Kopf habe. Das wäre doch richtig cool, ja, so ein bisschen animiertes Sachen hier. Hier geistert jemand rum. Aber Hände hoch! Überfall! Ja, Phil, das ist ein Bedrocker. Dann können wir leider mit der Invoice nichts anfangen. Endo! Hoho! Okay, hier gibt es also sämtliche Händler, ne? In meinem Bauch. Ein Gehchen. So, dann gucken wir nochmal. Also ich muss, glaube ich, nach oben, weil oben sind die ich brauche, oder? Warte mal. Ja, oben genau, sind die. Genau, weil hier könnt ihr übrigens auch diese ganzen... Effizienz 2, Glück 1, Haltbarkeit, schieß mich tot holen. Also ich habe jetzt eine nackige geholt. Ne? So, gesagt. Ihr habt da Haltbarkeit 2 drauf zum Beispiel. Was hat der hier? Er hat Glück und Haltbarkeit 2 drauf. Also die werden wir in Zukunft auch anders machen. Habe ich mit Mimi schon überlegt, ob wir in Zukunft anstatt normaler Villager nämlich hier auch NPCs quasi hinbasteln aber nicht hier. Für euch. Ja, ich denke mal schon, dass auch die Trading Hall vielleicht in Zukunft. Nein! Nein. Nein. Ja, diese, also ich sag mal so einige. Nur die. Ich weiß, du hast die ganzen hochgetradet. Ihr müsst wissen, Rio hat hier wirklich eine ganze Nacht gesessen und die ganzen armen Villager hochgetradet. Eine Nacht? Oder du musst mal oben gucken, das genau, ist ganz Bücherwillis. Hier ist meine Kiste noch, da ist noch ganz viel auch für Angel. Zeugs. Hier gibt's einen Schlafbach. Oh. Ja, ein Schlafbereich und hier sind hier, die nutzlosen Bücher drin. Okay. Die leeren Bücher. Die leeren Bücher, okay. Okay, das heißt also, wenn ihr mal kein Buch habt, aber denkt dran, auch mal auffüllen. Also wenn ihr was übrig habt. Ich habe hier auch mal Bücher reingetan, wo verzaubert sind. Okay. Hier zum Beispiel ein Schwungkraft 3. Okay, das heißt also, meine Schrotti-Bücher kann ich dann alle herbringen, wenn ich die nicht brauche. Schrotti nicht gleich direkt, okay. Sondern also, Haltbarkeit 3 und Reparatur brauche ich. Das ist eigentlich der Herr, wo ich ja schon hin muss. Okay, dann. Ja, ich hab's relativ sortiert. Der Reparaturtyp hier drüben ist günstiger. Er ist günstiger. Der hat günstiger Reparatur. Der da hinten. Der hier. Okay. Der hat als drittes Reparatur mit 14. Okay, Glück des Meeres, Wasser, Reparatur. Eins. Den brauchen wir ja nicht. Ja. Ich habe Haltbarkeit 3 bräuchte. Ich habe versucht, die Büchertypen so einigermaßen zu sortieren. Der erste ist schon Haltbarkeit und Reparatur. Okay. Zufälligerweise. Ich guck mal hier, was hier. Oh, Harpune, Schlag, Feuerschutz, Schockstoß, Verbrennung. Also das sind immer meine Lieblingsmittel. Unendlichkeit. Den wundervollen Bogen, den. Genauso farblich habe ich es aussortiert. Glück 3 brauche ich aber nicht auf einer Picke, oder? Doch. Ja? Auch. Okay. Aber geht nicht mit Behutsamkeit zusammen. Okay, siehst du?
Und ich will mir ja jetzt eine Behutsamkeit machen, weil ich nämlich keine Lust habe, stundenlang Steine, also Kobbel in Stein zu brennen. Es ist nämlich Ich habe etwas auch nervig. das Ganze farblich versucht zu sortieren und ich sehe Ja, da, ich da ist merke schon, das Farbe ist richtig falsch. professionell. So, okay, dann nehmen wir mal Haltbarkeit 3. Brauche ich aber noch, ne? Eigentlich brauche ich Oh nur ne, ist doch richtig. Haltbarkeit, Reparatur und Behutsamkeit drauf und das war's. So, die drei Dinge brauche ich auf meiner. So. Gibt es hier eigentlich auch einen Amboss? Ja, Gut. da hinten. Okay. Also da oben ist ein Verzauberungstisch. Ah, okay. Da kommt man auch hin. Okay. Nicht wundern. Ein bisschen Guck. umständlich zu. Ah, okay. Geheim. Warte mal, Magisch. ich könnte ja mal gucken, was es passieren. Ah, ich habe nur 8 Level. Das heißt also, ihr seht schon, ich hätte nichts davon, wenn ich den jetzt nur. Ich brauche also einen Amboss. Und ich glaube, mit 8 Leveln komme ich eh nicht weit. Würde ich mal behaupten. So, das Die heißt. neuere ich auch immer wieder aus. So, wir packen schon mal die Behutsamkeit drauf. Und dann haben wir noch 4 Level. So, das passt. Aber die Haltbarkeit wird nicht mehr passen, weil ich habe nur noch relativ wenig an Leveln übrig. Kannst du sonst zu Hause machen? Ja. Das werde ich auch tun, weil die Reise ist ja lang nach Hause wieder. So, jetzt bin ich am Überlegen, was ich hier noch besorge. Und zwar, ich bräuchte eigentlich ja noch komplettes Werkzeug. Also ich habe ja noch, meine Axt ist klar, ist cool, aber ich guck mal nach, was ihr da noch so habt, die unten hatten. Zeug, was ich da noch so besorgen kann. So, ihr seid hier diese komischen Steinmetze, die brauche ich nicht. So, und schauen wir da mal, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine mit Effizienz 1, Haltbarkeit 2 und eine. So eine. Weiter gucken. Hier haben wir Haltbarkeit 1, Haltbarkeit 2. Das klingt schon mal besser. Hast du? Du hast Effizienz 2, Haltbarkeit 2 und Glück 1. Mann. Okay, und du hast. Haltbarkeit 2, Effizienz 2. Das hört sich ja auch schon mal nicht. Also ich würde mal sagen, ich warte dann. Ich warte dann. Weil ich bin eigentlich immer so dieser Eisen-Typ. Und eigentlich nur das, was ich abbaue fürs Bauen, habe ich immer eine Besonderheit. Also normalerweise kann man natürlich alles machen, aber auch das zum Bauen. Vielleicht, wie gesagt, weil ja auch meine Steinaxt, mit der ich Bäume fälle, hat den Vorteil, die geht nämlich nicht kaputt. So, Phil ist kein Bedrocker, weil der hat einen Strich drunter, deswegen. Wir brauchen mehr Ja. Bogner in der Tradinghalle, meinte Hannah gerade. Was? Noch mehr Bogen? Wie viel haben wir denn? Ist ein Bogner, ja. Ein Bogen. Einer. Was Okay, sie meint wahrscheinlich Ja. von den Bögen her. Also ich glaube, Rio hatte sich Nee, gedacht, wahrscheinlich wegen so für den die Pfeile, ne? Stick tauschen und Pfeile. Wegen den Stock Ja. Trader wahrscheinlich. Ja. Ja, habe ich nicht bedacht. Ich habe mal das bedacht, dass halt die meisten mit Also die Eisen handeln wichtigsten, werden, genau. Die wichtigsten. habe ich gedacht, weil davon gibt es viele. Bedrocker haben vorne dem Namen einen Punkt unten. Ja, stimmt. Ja, Ich ja, hatte ja, nur einen ja. Strich gesehen und war irritiert. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Also Phil nimmt's uns bestimmt auch nicht. So, okay. Dann lass uns mal wieder gehen, weil. Darf ich was zeigen, das geplant ist, oder? Ja? Okay. Warte. Was steht? Wegen Bauarbeiten gesperrt. Okay, kannst du es mir nicht zeigen? Ist gesperrt. Nein, ist nicht gesperrt.
Okay, weil Rio ist hier nämlich schon wieder am Basteln und Planen und Machen und Tun. Und wie gesagt, was ist der Disco? Ich habe hier ja sowas wie eine Bar, so Disco Ey, mit Kino. überlegt. Yay, eine Ja. geheime Disco. Hui. Tanzfläche. Tanzfläche. Yay. Da 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 da. Da da Also da da. Da 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 ist da. auch noch sehr ausbaufähig hier. Hey, finde ich cool. Finde ich cool, so kleine geheime Orte. Das ist richtig cool. Gefällt mir. Und ja, man könnte sich über Umwege sich auch hier reinklitschen mit einer Perle, aber derjenige wird nicht mehr so schnell rauskommen. Ja, das Obwohl, der stimmt könnte auch gleich allerdings. einen Weg wieder rausklitschen, aber das bringt ja nichts. Ach, Sonne. Ja, und hier, wie gesagt, ist der zukünftige Zugang im Grunde genommen für die Verbindung zur Trading Hall. Aber wie gesagt, momentan ist das Nether und das End natürlich noch geschlossen. Das Nether befindet sich momentan in, ich sag mal, im Bau. Also, weil wir müssen dann noch was anpassen, weil das Problem an der Sache ist, dass Bedrocker und Java-Spieler natürlich unterschiedliche Höhen haben. Und ja, das ein bisschen problematisch ist. Das heißt, was wir Java-Leute benutzen können, muss natürlich auch für die Bedrocker mal zugänglich sein. Und dann müssen wir ein bisschen was umprogrammieren lassen. Und ja, das hat es ein bisschen in sich. Mal Aber so ich sag gesagt. mal, was lange dauert, wird auch gut. Ja? So gesagt, das Data Pack macht das Ganze, also Genau, wenn die man. Hölle ist höher, könnte Genau. man sagen. Dadurch sehen die Bedrocker die Hälfte nicht, die können auch Genau. da nichts machen und ja, sieht wild aus. Oder bleiben wie Cooper dann mal dezent irgendwo stecken. Er selber sieht nichts. Und wir sehen dann, dass er im Basalt feststeckte. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es soll ja für euch alle spielbar sein, weil das natürlich auch etwas Besonderes wird. Genau wie das End. Und das End betrifft einfach dasselbe Problem. Und deswegen haben wir gesagt, also wir werden erstmal das Problem lösen und nicht einfach so den Nether aufmachen. Sondern wir wollen, wenn, dann euch das natürlich richtig gut und cool anbieten, so wie die Oberwelt hier. Das ist klar, ne? Das ist so, wie gesagt. Und deswegen warten auch so einige Sachen auch momentan, so wie die Rucksäcke und solche Sachen, weil wir haben dann noch einen kleinen Umzug geplant. Der Server zieht nochmal auf einen anderen Server um. Und damit das alles noch stabiler läuft und noch sicherer ist. Und ja. Ja, wie gesagt, Sicherheit geht über alles und ruhiges Spielen und ja, leckfreies Spielen und ja, ich sehe, worauf du rumtanzt. Der Gruß aus dem Nether. Also wie gesagt, es wird dann auch ein Nether-Hub geben und all solche Geschichten. Ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, dass solche Dinge kommen werden, aber wie gesagt, gebt uns noch ein bisschen Zeit. Weil wir möchten euch natürlich nur Dinge anbieten, die auch funktionieren und nicht, ja, halb nur geplant sind. Weil alles andere, habe ich mitgekriegt, funktioniert jetzt auch soweit. Da gibt es auch keine größeren Unglücke mehr oder dass Dinge kaputt gehen. Das sind manchmal so kleine technische Sachen, wo das Team aber ganz unauffällig dann, eigentlich bevor ihr es noch merkt, schon am Reparieren ist. Und die Sachen da in Ordnung bringt. Um. Habe ich schon wieder Warum Schwierigkeiten. was? Warum ich ins Wasser gefallen bin. Keine Ahnung. Es kann, wahrscheinlich. Ach, Naja. Sonne. Wir können uns ja mal einen Augenblick hier hinsetzen. So, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es hier noch. Relativ viele Sachen, die noch dazukommen werden. Also wir werden uns konstant halt darum bemühen, euch natürlich immer noch ein paar. Du liegst falsch rum. Die Füße sind jetzt auf dem Kopfkissen.
Ja, tut mir leid. Entschuldigung. Jetzt der Nächste, der sich da Besser. hinlegt, stinkt das Kissen dann, wenn du da mit deinen Pandemiefüßen da liegst. Also wie gesagt, auf jeden Fall, wie gesagt, kommt noch eine ganze Menge, ist hier noch geplant. Und vor allen Dingen, wo ich mich am meisten drauf freue, weil Mimi ist ja da am Vorbereiten von Quests und solche Sachen, weil wir gesagt haben, wir wollen natürlich euch auch so ein bisschen auf Trab halten hier. Und wobei man dann natürlich auch noch so ein bisschen, ob man will oder nicht, die Map erkunden darf und muss. Wir scheuchen euch ein bisschen. Und ja, und was ich mir auch überlegt habe, dann, wenn wir das mit dem Nether hinter uns hingekriegt haben und dem ganzen anderen technischen Gedöns und das alles funktioniert, dann werde ich mal einen kleinen Bauwettbewerb ausrufen. Mal sehen. Ja. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Einen kleinen Bauwettbewerb. Ja. Wird es dann wieder mal fast geben. Wie? Für was? Ja, einfach mal so einen schönen Bauwettbewerb. Ich überlege mir noch was es dann quasi als Belohnung gibt. Und ja, da bin ich muss schon eh dran. Belegen, was für ein Thema es wird. Ja, und ein Thema, genau. Ein Thema. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, mein Büchlein füllt sich immer mehr mit Ideen. Und ich freue mich auf jeden. Also wie gesagt, der Server ist ja für Java und Bedrocker. Thema. Das habt ihr ja schon, wie gesagt, jetzt mitbekommen. Und im Grunde genommen ist das ja alles eigentlich entstanden als Dankeschön für alle, die nämlich über Rio Mitgliedsstufe 2 uns als Team hier unterstützen, also den Kanal unterstützen. Dass wir uns gedacht haben, also so, ja, kriegt ihr halt auch etwas zurück von uns. Und wir machen ja also auch in Zukunft dann immer mal Events drauf und so. Oder ihr könnt hier bauen lernen und ich denke mal auch Redstone-Techniken oder solche Sachen. Also mein Team ist da sehr aktiv. Brauchst dich gar nicht zu verstecken. wie gesagt, also ja. Also miteinander, voneinander lernen und ja. Also ich bin auch schon gespannt und zwischendurch werde ich hier auch mal so bekanntere Leute entführen und sagen, los, komm uns mal besuchen und guck dir das alles mal an. Und ja, ich bin gespannt, wie das alles so in den kommenden Monaten hier wird. Also auf jeden Fall, wie gesagt, alle, die hier bisher drauf sind, die fühlen sich auch sehr wohl, habe ich gemerkt. Denen gefällt das und die haben hier schon Mordspaß, weil sie einfach mal eine andere Spielmechanik ausprobieren können. Also nicht nur stumpfes PvP oder nur das Obligatorische. Ihr kennt das ja, wenn man selber alleine spielt oder auf andere Community-Server geht. Also erstmal sich alles stumpf zusammenzufarmen. Wir haben es ein bisschen erleichtert. Das heißt, der Fokus sich ein bisschen geändert hat. Das heißt, hier legen wir mehr den Fokus auf Entdecken, Abenteuer und Bauen. Und bauen insofern, ihr könnt hier richtig volle Pulle Gas geben, weil ihr kriegt ja alles mehr oder weniger ohne Probleme am Markt. Jo. Ohne großen Aufwand. Das heißt, ihr könnt eure Erde quasi am Markt eintauschen. Also das können wir uns gleich mal angucken. Weil das werde ich nämlich auch in Anspruch dann nehmen. Ah, jetzt muss ich ja irgendwie mal aufstehen. So, also reisen wir jetzt mal zurück. Kitzel den netten Herrn da mal auf den Bauch. Kitzel. So, und dann stehen wir hier quasi vor dem Rathaus. Also quasi Rathaus. Ich sage immer Rathaus. Das ist die Kirche. Stehen wir hier vor der Kirche. Und jetzt laufen wir einfach mal rüber zum Markt. Vom Marktplatz nach unten. So. Und dann zeige ich euch mal, was ich meine. Was ein bisschen die Besonderheit hier. Ich hüpfe hier immer querfeldweg ein, wundert euch nicht. Ist normal für mich, ich werde mir die Wege hier nie merken, aua. Aber ihr kommt auch so rein. Also, weil nämlich dieser Markt hat eine Besonderheit. Das ist nämlich keiner, wo ihr mit Emeralds einkaufen gehen müsst oder irgendwie besondere Dinge haben müsst. Sondern ihr könnt das, was ihr im Überfluss habt, nehmen wir mal an, ihr habt ganz viel Kobbel. Könnt ihr eintauschen gegen Smaragde zum Beispiel oder Kies oder was man so im Überfluss hat.
Ne? Könnt ihr einerseits gegen Emeralds eintauschen, ihr könnt aber auch beigehen. Warte mal, ich muss mal gucken. Zum Beispiel Emeralds nehmen und Wolle kaufen, gefärbte. Ja, ihr müsst dann nur eure Farbe mitbringen. Dann haben wir einen, den mögen sehr viele hier. Der nimmt Diorit, macht da Polierten draus. Den Polierten könnt ihr eintauschen dann gegen Kalzit. Und den Kalzit könnt ihr dann eintauschen gegen Schnee. Ob Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt. So ein bisschen poppen muss ja auch sein, ne? Ja, das ist halt so gedacht, es wird immer feiner gemacht. Ja, und Schnee genau. Ist halt sehr fein. Also Sibylle, die hat sich da schon was bei gedacht. Genau. Man könnte auch weiße Beton nehmen, aber Beton haben wir hier schon. Ja, genau. Weil wir haben nämlich auch hier so einen Beton-Heini, also den Zivi und wie heißt der hier? Das ist der Chisel. Und die haben halt zum Beispiel hier, ne, könnt ihr Emeralds und Farbe nehmen und könnt dann halt und müsst nicht mühsam dann Kies und Sand craften, also weil es gibt ja doch einige, die dann eher mal mit Beton bauen, ne? Also hier seht ihr das auch, ne? Der hat dann die andere Farbpalette. Dann haben wir hier, warte mal, wo ist denn mein Liebling? Dann haben wir hier den Klamottenverkäufer, so für die Grundausrüstung. Das heißt, ihr geht dann einfach Kühe farmen, ne? Und Kobbel und so. Könnt ihr so ein bisschen eintauschen. Emeralds findet man übrigens in diesen ganzen Strukturen zuhauf drinne. Also wie gesagt, ich habe am Anfang habe ich mir den ganzen Teil rausgeholt, aber mittlerweile, wie gesagt, in den anderen tue ich es nicht mehr. Hier zum Beispiel könnt ihr auch Dinge erstehen, die nicht unbedingt aus der Oberwelt sind. Ist ihr mein Liebling. Nether-Siegel, genau, das ist, oder Quarz zum Beispiel. Okay. Kannst auch Cobblestone, Bruchsteine einfärben. Genau. Dann haben wir hier Tick, Trick und Track. Das sind unsere Vasenverkäufer. Ne? Hier alles Mögliche an Scherben. Ich fand jetzt doch ein bisschen... Wo ist irgendwie... denn mein Liebling? Und dann haben wir hier den Harald. Der verkauft hier alle möglichen Holzsorten. Ne? Dann haben wir unseren Karottenheini. Der hat doch gar keinen Namen. Ist dir das mal aufgefallen, dass der noch keinen Namen hat? Mimi, der hat noch keinen Namen. Und der tauscht euch Weizenkörner gegen Karotten ein. Ne? Also weil manche, wie gesagt, dann doch relativ. Und mein Liebling wiederum ist Heinrich. Weil Heinrich nimmt nämlich meine ganze Erde, wandelt die in Schlamm um und den Schlamm quasi in festen Schlamm und festen Schlamm dann in Schlamm zieht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, er mag auf ersten Blick ein bisschen, Feuer sein. Aber wenn ihr bedenkt, nö, entweder, man braucht kein Weizen für den Sach. Genau, entweder man muss die Mühe nämlich, für die ganzen Wasserflaschen nicht machen. Genau, oder weit reisen und Schlamm besorgen und dann selber brennen, Weizen organisieren und. Also ich sag mal so, wenn man gleich loswerden will zum Bauen, ist der hier echt genial, weil Erde. Seid mal ganz ehrlich, die meisten Terraformen ohne Ende. Und ihr habt kistenweise Erde. Ihr habt die Möglichkeit, die hier loszuwerden. Ja. Och, genau. Wenn man einen Strand terraformt, hat man Sand ohne Ende. Ich habe immer noch eine Doppelkiste zum voll. Beispiel, ne? der Beton- und Kiesbeini. Hier haben wir zum Beispiel Wandel. Gibt es gegen Rottenflesch. Hier könnt ihr zum Beispiel einen Faden und Leder nehmen und ein Bündel eintauschen. Und verrottetes Fleisch zum Beispiel gegen Smaragde. Ne? Das ist der Screeber. So, dann haben wir den Matze. Weitles. Matze kümmert sich um Sand, roten Sand, Kies und Ton. Also, wie gesagt, Schnappi, den mag ich auch, weil der nimmt nämlich die ganze Erde und tauscht die gegen Emeralds ein. Also, ihr werdet immer einen auf dem Marktplatz finden, im Grunde genommen, der euch... im Grunde genommen die Emerald zum Beispiel gibt, damit er zum Beispiel, weiß ich, was eintauschen könnt, was dann der braucht, um zum Beispiel ne, solche Dinge zu machen. Oder der Kupferheini, Konrad, ne? Also ihr könnt im Grunde genommen alle gängigen Blöcke hier total eintauschen. Aber den mag ich hier am liebsten.
Und den mag ich. Also der ist das teuerste. Wandus ist der unser teuerste. Das ist unser Luxusverkäufer. Ich kann den nicht anklicken, wenn du... Ja, weil ich drin war. So, der verkauft euch tatsächlich Schwämme. Also, ihr müsst wissen, auf diesem Server sind Unmengen an Wassertempeln. Unmengen. Ja. Das ist echt, also... In einem Wassertempel habe ich sogar 3 Schwammräume, also genau. Kaufen muss man es nicht unbedingt, also nur wer wirklich damit bauen möchte. Für Ungeübte zum Beispiel sind die Schwämme echt zu empfehlen. Aber es gibt ja auch ganz viele, die zum Beispiel gerne mit Prismarin zum Beispiel bauen, ne? Hm. Und das ist halt richtig cool. Also wenn ihr da so einen Wassertempel plündert und den jetzt nicht kaputt machen wollt, sondern eigentlich aufbauen wollt, nutzen wollt, dann ist der Händler hier natürlich genial. Ne? Weil ihr dann nicht die Blöcke alle umsetzen müsst zum Beispiel. Also weil... ihr müsst wissen, es gibt nämlich noch eine ganz Besonderheit. Haben wir noch gar nicht gesagt. Quantos hat nämlich einen eigenen Farmbereich. Mhm. Auf der Farmwelt. Ja, da, wo aber die Wächter finde, sind, da gibt es nämlich die Scherben. die ich finde, die sollte man anders machen. Ja. Also wie gesagt, also für es geht ja auch darum, für wenn man jetzt wirklich aufs Bauen fokussiert ist. Und jetzt nicht unbedingt stundenlang über die Map tappern möchte und seine Dinge zu holen, ihr habt da die Möglichkeit. Ihr könnt euch hier wirklich zu Tode tauschen, also Sachen aus der Farmwelt hierher bringen, da eintauschen. Wie gesagt, wir haben einen Teleport hier. Es ist, ja, alles irgendwo mit Sinn und Verstand. Ihr könnt natürlich auch ganz normales Minecraft. Also das bleibt hier halt jedem überlassen. Aber gerade wenn man jetzt zum Beispiel Megaprojekte macht, ich habe jetzt, sagen wir mal, wenn ich mein Megaprojekt anfange, dann brauche ich zum Beispiel auch unter anderem Calcit. Und das heißt, ich müsste jetzt erstmal die nächsten Streams überall unten in Höhe rumlaufen, nach irgendwelchen Geoden suchen und mir diese Calcit besorgen. Und dann kann ich das immer machen. Nehme ich das ganze Diorit, was ich habe bei mir, tausche das hier ein und habe mein ganzes Calcit. Praktisch. Ja. Und werde meine Erde und vor allen Dingen das Schöne. Das Schöne ist, ich werde hier meinen gesamten Kobbel los, zum Beispiel, den ich nicht brauche. Oder meine Erde halt. Es verstopft eure Kisten nicht mehr und ihr habt das Zeug dann in der Hand, was ihr haben wollt. Und das finde ich genial, weil der kennt's nicht. Ein Lager zu haben, wo mindestens 3 Doppelkiste Erde drin. Oder Kobbel. Jo. So, okay, also, das ist so die Idee hierhinter. So, jetzt müsste ich wieder nach Hause. Das heißt, ich müsste jetzt zum Bahnhof wieder, müsste zum Farmland fahren und vom Farmland aus nach Hause. Ja, ist ein bisschen umständlich, aber für mich passt es, weil das ist auch so einer der Gründe, warum wir es gemacht haben, damit wir natürlich hier uns auch immer begegnen können. No? Also ihr seht, der Phil ist da, wartet mal. Hallo Phil. Lass doch hier runtergehen zum Bahnhof. Oh, guck. Hallöchen. Da ist der Phil wieder. Ja, ich habe meine Invoice an, er hat eine, ich glaube Phil hat keine. Ich glaube, Phil hat keine. Ihr habt den Flitzer... Was? Habt ihr den Flitzer bei der... Was? Getroffen? Das ist dieses komische Herzding. Warte mal. Wo? Ja, ich muss mal kurz... ein Wort schreiben, damit ich es lesen kann. So. Habt ihr den Flitzer bei der Uni schon getroffen? Bei der Uni? Hier gibt's eine Uni? Ja. Hier gibt's eine Universität. Ich muss kurz gucken. Nein, habe ich noch nicht. Komm eine mit. Universität. Ja, okay. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Es gibt eine Universität. Ach, du meinst die Schule von Niki, die geschlossen ist wegen Bauarbeiten. Da gibt's einen Flitzer. Niki? Nein, Mimi. Mimi? Also diese Zauberschule? Mimi, ihre Universität. Ach so, stimmt. Ja, Mimi hat eine Universität und Niki hat die Zauberschule. Genau. So rum war das.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah. Ich weiß auch nicht gerade, wovon sie spricht, aber ja. Eine. Was hat sie wieder angestellt? Fällt mir dazu immer nur ein. Keiner. Man darf Mimi nicht auf dem Server alleine lassen. Hier passieren Dinge, das glaubt ihr gar nicht. Du hast Labyrinth oder außenrum? Außenrum. Oh. Na gut, ich laufe durchs Labyrinth. Ich werde nie wieder rausfinden, aber... Es ist tatsächlich doch reingegangen. Ich sag doch, ich werde hier Warum gehst du da rein? Ich werde hier nie wieder rausfinden. Ich werde hier nie rausfinden. Warum gehst du auch da rein? Im Zweifelfall heißt es ja auch mal rechts lang. Ja, irgendwann findet man da raus. Irgendwann. Wenn man mal am Rand entlang geht. Wann? Okay. Hier lang? Hier lang. Hier. Mal den Blümchen hinterher. Nein, hier. Ich bin ja schon, ich komme ja schon. Ich habe lauter Fusselblätter im Mund. Im Sakra. Eigentlich ist der Weg hier offen. Was, der Weg ist offen? Eigentlich ist der hier offen. Okay. Draußen. Oh Mann. Meine Nerven. Okay. Eigentlich würde ich jetzt so gerne hier unten. Erster. Nö. So. Da. Das Schöne ist, dass man hier nachts rumlaufen kann. Oh, hier sollte eigentlich nichts spawnen. Labyrinth spawn. Okay. Es gibt nämlich so viele Dinge hier noch zu entdecken. Ach, stimmt ja, die ist ja da hinten. Mit der Kuppel, glaube ich, das Ding, oder? Ja. Bienenbaum und Ork. Was? Orkhöhle? Ich wusste gar nicht, dass Kroko hier ist. Rio, du hast schon wieder nicht geschlafen. Das bist du. Nein, bin ich nicht. Ich schlaf immer, wenn ich. Ich bin gerade in Gottmodus unterwegs, könnte man sagen. Ja. Guck. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, jo. Unser kleiner Gott Rio. Okay, auf in die Bibliothek. Hier war ich nämlich noch. Tatsache noch nie. Okay. Da ist Mimi auch da. Oi, so viel. Das ist so die Frage, wo dieses Grundstück ist. Ja, riesig. Guck mal. Der hat auch Willkommen 11 Willkommen in der Bibliothek. Ja, ich wollte schon sagen, der ist richtig niedlich. Ja, schöne Ohr. Zeig doch mal, guck mich doch nicht immer an. Geh mal weiter weg, vielleicht guckt er mich an. Hallo? Ey, schaut mal. Ja, jetzt guckt er mich an. Bobo? Er guckt. Jetzt guckt er mich an. Da, schaut mal, der hat 11. Achtung, der Flitzer kommt. Was? Ist doch kein Flitzer. Ah, ich weiß, was Mimi hier versucht hat. Das hat richtig cool geklappt. Weil, mit dem, ich sag mal, was wir hier neu drauf haben, renn mich doch um, können wir nämlich die NPCs hier nämlich so machen, dass die hier Tatsache rumlaufen. Das ist. Wie die hin? Ich will aber wissen, rennst du denn hin, kleines Mädchen? Wird spannend. Die macht eine Bibliotheksführung. Ich würde mal sagen, sie läuft einmal im Kreis. Laufen die einfach mal hinterher. Mal gucken, wo wir die spinieren aus. Oh,
Ui. 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 Hin. Leo, pass auf, wir verlieren die aus den Augen. Ui. Naja. Ist der toll, der Baum. Oh, oh, und hier gibt's so kleine Sandburg. Sie sagt, oh, Achtung, wir verlieren sie noch. Und weg ist sie. Was? Die hat sich aufgelöst in Luft? Ja, die läuft im Kreis und im Bereich rum. Okay. Die hat sich aufgelöst. Sag dich doch. Weg. Nein. Die hat sich nicht aufgelöst. Du bist nur außer Reichweite. Ja, ich verfolge dich. Lass mal hier lang rennen. Dann läuft die schnell. Ui. Das ist eine Mensa oder ist das ein Studiersaal? Es ist eine Mensa hier. Gibt's da so? Wasser. Ich bin hellauf begeistert. Hier kann man ja richtig Unterricht abhalten. Okay. Genau, noch die Unterrichtsräume. Hier gibt's. So kommt man unweigerlich dazu, das Haus endlich mal auch. Wie war das noch? Wir wollten bauen heute. Es gibt so viel zu entdecken. Mein Team ist schuld. So, wir wollen heute wieder nicht bauen. Okay, hier geht's auf diesen. Ich zum Glück nicht. Oh. Geht's noch weiter hoch? Eine Trendelweppe. Oh. Ups, jetzt habe ich die falsche kaputt gemacht. Ja, du bist auch im Kreativ. Au! Da. Guck mal, hier überall immer Unterlinsen. Sternenhimmel. Außen. Da. Okay. Dann kriegt man einen Drehwurm. Jo. Okay, dann drehen wir uns mal wieder ganz gepflegt nach unten. Ist ganz nach unten. Ich habe gesehen, die Treppe geht dann noch viel, viel weiter runter. Halt. Wenn ich aus vor lauter Schwindelanfälle aus der Treppe füllt. So, ich bin mal weg. Noch eine Etage tiefer. Ach, du gehst weiter runter. Jo. Ich finde diesen Berg so genial. Guck mal, wer da steht. Das sieht aus wie... Das ist ein Fleckdunkel. Weißt du, was man da draus machen könnte aus dem Berg? Eine Schildkröte. Nee. Guck mal, der Panzer ist schon da. Von so einer Landschildkröte. Nee. Jetzt stellt euch mal vor, wenn hier noch mehr entsteht. Das sieht genial. Ich finde das so... Ei. So, dann hat schon mal wieder in die erste Etage hoch. War zu dem Teppich hier? Mimi, in deinem Garten sind Knallgurken. Was machen die Knallgurken hier? Sind die angestellt? So, wie es aussieht. Nicht hingehen. Nein, ich bleib weg. Mimi, Hilfe, Knallgurkenalarm, Kuschelfreunde. Kuschelfreunde in deinem Garten, 2 Stück. Ich glaube, die gehören nicht zum Inventar hier. So, aber das ist echt, das ist... Und da gibt es auch so ein, ich glaube, das ist das Bienenhaus davor. Weil wenn ich jetzt da hingehe, da sind diese komischen Heinis. Da ist Mimi erschienen, die sich jetzt irgendwas um die Kuschelfreunde hier kümmert. Nicht, dass Bubu noch hier irgendwas auslöst, weil ich will ja ein Survival. Okay, aber schaut euch doch bitte mal diese ganze Anlage an, auch hinten mit der Kuppel und das Türmchen hier und oh, Wahnsinn. Das ist auch so eine Laterne hinstellen. Genau, und da steht der Baum drinne. Und da hinten ist halt der botanische Garten. Das sieht irre aus. Es ist so irre hier. Wahnsinn. Und das könnt ihr natürlich alles entdecken, wenn ihr auf dem Server seid. Alles frei zugänglich.
da, dann schauen wir mal. Machen wir mal weiter. Weil der Flitzer ist cool. Also, ich sag's mal, so langsam perfektioniert sich Mimi auch immer mehr. Weil, wir haben ja ursprünglich noch mit einem anderen Programm gearbeitet, aber das lässt natürlich noch viel mehr Dinge zu. Da hat sie also recht. Mit dieser Kuppel hier. Weil ihr wisst ja, ich hab's nicht mit Kuppeln gebaut. Überhaupt nicht. So Unmengen an Büchern. Wow. Denn überall so kleine Lesepulte und macht es. So eine Leseecke, eine Quatschecke. Dann kann man hier Fenster gucken. Da hinten sieht man dann auch schon was. Und das, was ja auch immer noch im Bau ist, ist zum Beispiel die Burg, die Arrow baut. Aber die wird noch eine Weile brauchen. Aber da machen wir dann auch einen kleinen Event draus, wenn die dann mal fertig ist. So, hier geht's raus. Ja. Nicht. Au. Haut die mir einfach die Tür vor die Nase. Okay, also wie gesagt, nehme ich mal so ein Stück. Könnt ihr mal sehen. Hier ist der eine Teil vom Gebäude und das geht halt ganz da hinten noch weiter und der botanische Garten, die Brücken und es ist alles so liebevoll gebaut. Das ist so, schaut mal, hier Baumhaus, da kann man dann auch rauf. Ich muss hier nochmal finden. Naja. Ja, du fliegst ja wieder hoch, ne? Kenn dich ja. Ah, ich bin hochgelaufen. Da, hier rüber, da hoch. Da rein. Und schau. Das ist ein Bobo entgegenkommen. Da sieht er das. Wie gesagt, ich kann leider meine Distanz nicht. Das ist noch besser sehen. Aber es ist genial hier. Man kann hier übernachten. Baumhaus und. Ja, und vor allen Dingen, was schön ist, auch für Leitra zugänglich, ne? Ihr könnt landen. Wie so ein Vogelhaus. So, wir sehen, dass ich hier wieder halbwegs normal und heile runterkomme. Kommt man da auch hoch? Ich glaube, ja. Ich weiß, dass man auch irgendwo Dinge reinkommt. Guck mal, hier leben die Bienen. Da, die Bienchen drin, auch in einer kleinen Kuppel. Und hier ist der botanische Garten. Hier sind überall so kleine süße Ecken, wo man sich dann hinsetzen kann, sich treffen kann, verabreden kann, miteinander reden kann, planen kann, was man als nächstes. Ihr könnt euch zum Beispiel auch perfekt immer verabreden, wenn ihr zum Beispiel euch trefft zum Beispiel, um die Map zu erkunden, weil manche Sachen raten wir euch dringend, sucht euch ein paar Spieler, mit denen ihr das zusammen macht, weil manche Sachen haben es wirklich. Hi, Mimi. So, ich muss mal gucken, ist die Mimi hier eigentlich? So, heute will sie nicht mit uns reden. So, okay. Blue Space ist auch schon gewaltlustet. Sehr schön. Ja, ein neuer Spieler. Eine Orkhöhle. Was? Du hast die Orkhöhle? Wo ist die Orkhöhle? Ich will die Orkhöhle finden. Unter dir. Unter. Da. Ah, okay. Unter dir. Okay. Ich will gucken, der Ork. Hey, die Farben kenne ich. Die Farben kenne ich. Da gab es doch mal so ein Mammuthaus. Das erinnert so, wie wir Dinge für den Ork gebaut haben. Schlafplatz, ein Gruppenkuschelplatz sozusagen für kleine Reichplanung. So eines, so eine, wie so eine Geheimbase. Hey, Essen. Also, den hat es ja nicht gefehlt hier. Da müsste man eigentlich noch Mimi den Kroko hier aufstellen. Also den Ork.
Aber da muss ich Kroko erst fragen, ob wir es dürfen. Das mache ich gerne. Ich frag mal den Kroko, ob wir seinen Ork hier hin. Weil bei sowas müsst ihr mal wissen, klar sind die Skins alle frei zugänglich, aber dadurch, dass wir den benennen, bin ich immer so fair, wenn wir jetzt einen von den Leuten hier hinstellen, also die auch vorher zu fragen, ob wir das auch machen dürfen. Da. Was Geht noch? eigentlich die Achterbahn, Mimi? Geht die Achterbahn problemlos oder Welche Achterbahn? stirbt man da immer noch? Geht die? Von Gucci? Jo. Ich glaube, die sollte jetzt gehen. Weiß ich nicht Okay, genau, ob wollen der wir es das riskieren? geregelt Ich hatte. riskiere Die es mal. Source hat, glaube ich, nochmal drüber geguckt. Okay, ich hab Bock jetzt auf Achterbahn fahren. Ich habe jetzt so viel Botanik angeguckt, ich muss jetzt Achterbahn fahren. Ihr seht, auch hier gibt es immer wieder so kleine Treffpunkte, also wo ihr euch quasi treffen könnt und verabreden könnt. Und wenn man so ein paar Mal hier halt am Spawn-Bereich war, dann kennt man sich auch irgendwann aus. Also es ist für mich auch immer noch ein bisschen verwirrend, weil ihr wisst ja, dieses ganze Ding ist ja ursprünglich mal aus dem Community-Projekt entstanden. Ich habe quasi eure Ideen gebaut und irgendwann habe ich gesagt, ach, jetzt reicht's, aber jetzt kommt gefährweise hier auf den Server und baut mit. Und dann ist so der Community-Server nach euren Vorstellungen hier eigentlich mehr oder weniger entstanden. Ja, wurde immer größer, also deswegen auch ein bisschen der übertriebene Spawn-Bereich. Weil die Ideen natürlich von der großen Community, es waren doch einige Ideen. So, und jetzt könnten wir ja eigentlich mal zu Gucci kommen ja nach. Warte mal. Ich probiere jetzt einfach mal. So, warte mal. Okay. Also ihr müsst rechtsklicken. Und dann das Ticket hier einwerfen. Euch hier hinstellen. Dann springt eine Lore raus. So, und dann müsst ihr gucken, wo wollt ihr hin? Zum Starterdorf? Nether-Eingang ist noch Ich habe geschlossen. reingeschummelt. Zur Burg. Es ist bei Arrow hinten zum Hafen, hört sich. Disaster-Spielecke machen wir ein andermal. Gleis zur Zu Gucci geht's beim Burghütte. Hafen lang. Genau. Okay, denn Hafen ist Gleis. Ja. Okay, Mimi fährt schon los. Okay. Ja, ich muss immer ein bisschen anschieben, weil das bei mir immer so endet, dass mal eine Lore dann. Autsch! Ich wurde gestochen. Also behaltet eure Hände ja in der Lore. Es könnte wehtun. Ja und. Aua! Mann, ich werde hier Popo gepiekt. Ja, Ja, habt ihr nicht nur du. gesehen? Lore Das weg. sind die Rosenbüsche, die Die Bärenbüsche gewesen. Riesbären, Die ja, müssen meine wir weg. eigenen Bären greifen mich an. Und ihr seht, also jetzt sind wir hier unten am Hafen. Und hier haben unter anderem auch, hat hier Ecki mitgebaut und Diorna. Und ja, also manche waren dann auch nur so für eine Zeit lang hier mal. Und ach, ich liebe diese Schiffe. Ich liebe diese Schiffe. Und ich habe schon überlegt, dass wir zum Beispiel das auch mal so machen können, weil ja viele Sachen auch hier teilweise von der Community gebaut worden sind, dass wir euch natürlich fragen, ob wir es dürfen, aber manche Dinge vielleicht in Momentum einsetzen. Wenn irgendwo Parasar irgendwo auftaucht. Und hier seht ihr halt unsere Hafenstadt. Ich sag mal so, die ist etwas in den gewonnen. Weil hier gab es nämlich nicht so viel Fläche und dann habe ich überlegt, was mache ich? Und dann kam einer auf die Idee, du hast doch bei Kroger auf dem Community-Server mal so eine ganze, mehr oder weniger ein ganzes Dorf in den Fels reingebaut. Und dann habe ich angefangen, in den Fels reinzubauen. Ja, und rausgekommen ist halt das Ding. Und dieser wunderschöne Leuchtturm. Wie gesagt, ihr könnt hier überall rein, ihr könnt überall gucken und machen und tun und alles anschauen. Also wie gesagt, hier ist eine ganze Stadt hier entstanden im Berg. Da.
Wir müssen nämlich hier lang, um nämlich zu dem Freizeitpark. Durch das Hafen gibt durch. Dann gibt es hier eine wunderschöne Brücke zum Leuchtturm. Da könnt ihr übrigens auch bis ganz nach oben. Dann kommt man hier, könnt ihr hochlaufen. Wenn ihr zur Burg wollt, dann müsst ihr hier Tatsache durch. Also durch den Fahrstuhl. Alles ein bisschen, wie gesagt, müsst ihr rausfinden. Wir verraten nicht alles. Ihr sollt ja selber was raus. Hallo Hund, kommst du denn her? Okay, dann laufen wir mal weiter. Dann laufen wir mal zu Mal rüber. Mal kennt ihr ja noch vom Adventskalender. Das ist das Haus von mir, glaube ich, oder von Mal. Mal wohnt, glaube ich, hier hinten. Ja, was nicht ausgerichtet ist. Ich glaube, Mal wohnt hier hinten. Die hat irgendwo hier unten, da hinten. Ich weiß es gar nicht. Ich bin hier so eigentlich immer nur rumgeflogen, dass ich wenig zu erkundet. Da ist das Haus. Ja. Und Mal hat damals, wie sie das gebaut hat, eigentlich noch gar nicht so lange Minecraft gespielt. Und mit ein paar kleinen Tipps und Tricks hat sie ihr wunderschönes Häuschen hier. Und Mal. Die leider, wo wir den Adventskalender gespielt haben, leider nicht mitspielen konnte, weil sie in der Zeit krank geworden ist. Und es ist, Mal, ich vermisse dich. Es war immer sehr, sehr schön, mit dir zusammen zu spielen. Und ja, also Mal zum Beispiel ist eigentlich immer ganz, ganz gut da drin, auch sich Gedanken darüber zu machen, wie man etwas innen einrichtet. Ja, da eher so ein bisschen. So, dann hat so einen kleinen Anlegesteg hier und ach ja, es kommen Erinnerungen hoch an Baumhäuser und so. Und hier ist hinten der Freizeitpark. Also man kann sich natürlich an die Wege halten, die hier überall sind. Die müssen den Laternen folgen. Ne? Also man kommt hier quasi rein. So, und dann durch. Ich hoffe, dass mir heute nichts passiert, aber wie gesagt, wir haben Bobo. Ja. Hier ist was nicht gerade richtiges gelagert. Da ist was nicht richtig gelagert. Wo ist was nicht? Bei ihrem Haus. Okay, ist da irgendwas drin, was da nicht reingehört? Dann nimmst du es. Das kann manchmal sein, dass durch, wir haben ja nicht. Okay. Ups. Okay, Landwirt aus Leidenschaft? Hä, was ist das denn für eine? Benutze ein Netherite Horn. Ah, okay. Wie gesagt, manchmal kann es sein, dass man dann so Sachen findet, die halt aus der Bauphase des Servers noch kommen. Was ich besonders schön finde, wenn ihr jetzt hier von unten guckt, seht ihr die Konturen von der Burg oben. Leuchtturm. Das große Schön. Ach ja, so. Dann werden wir hier mal reingehen. Da. Und hier geht's in die Achterbahn. Hallo Gucci. Da. Herzlich willkommen im Lunapark. Da, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal hier rein. Hier steht schon unsere Lore. Und jetzt rückt einfach mal die Daumen, dass ich das überlebe hier. Hast du Spawnpunkt gesetzt? Nö. Ja. Ich will, wenn, dann Spawn nicht zu Hause. Nein, natürlich hat sie es nicht, wahrscheinlich. Da. Okay. Wir riskieren es jetzt einfach mal. Also, es ist im Grunde meine Achterbahn, die immer so ein bisschen hin und her wechselt zwischen. Ups. Schnell, langsam. Gemütlich und Schrecksekunden. Und hier hat sich halt unser Gucci mal versucht, unser Schweizer Japaner. Okay, und jetzt geht's. Eieieiei, ich hoffe, ich falle gerade runter, weil hier ist nämlich immer der Todespunkt gewesen, einer von den zweien. Okay, also ich sinke hier der Tatsache runter. Aua. Er hat mich jetzt. Au. Nein, nicht eine Lore da vorne. Da ist eine Lore, die da nicht hingehört. Dankeschön.
Okay, weiter geht's. Also diese Spinnweben finde ich echt unnötig. Auf Futter. Au. Es ist immer noch gefährlich. Okay. Jetzt hänge ich hier fest. Ich klemme. Ich bin. Das sind ein paar Loren. Nein, das sind ein paar Loren übereinander gesteckt gewesen. Okay. Dann hat einer versucht zu fahren, ist dann wahrscheinlich etwas stecken geblieben. Okay, wir fahren weiter. Yay. So, jetzt bin ich gespannt, weil. Also hier könnt ihr auch Schießübungen machen. Oh, versuchen während der Fahrt dann irgendwie die Dinger. Ja, jetzt kommt die heikle Stelle. Fallen wir jetzt gerade hier runter? Haben die das geschafft? Solltet ihr. Weil hier war das nämlich immer so, dass man immer. Ja! Dass wir nämlich immer neben dem Wasser gelandet sind. Das war nicht so gut. Und manche waren dann irgendwo, ich sag mal, am Puppes der Welt und hatten dann auch nicht ihren Spawnpunkt gesetzt. Ihr seid ein bisschen nah beieinander. Ja, ich merk's. Hi, Mimi. Hui. Hi. Also guck, was ich da im Winter hab. Hui. Ja, also, ich glaube, wir sollten doch noch mal einige Bauwerke überprüfen. Das sieht jetzt irgendwie weird aus, hierbei. Sind wir jetzt in einer? Nein. Das sieht etwas weird aus. Seid... Guck mal. Also, bei mir seid ihr hintereinander. Ja, wir sind hintereinander in zwei Loren. Wir spielen jetzt Eisenbahn. Das ist immer cool. Jetzt fahre ich zuerst los, genau. So. Okay. So lang. Info, jetzt ertrinke ich eine Runde. Wenn man diese Skalk-Sensoren mit Wasser, also das Waterlocks, dann machen sie keine Geräusche. Ja, das wusste wahrscheinlich manchen, nicht. Bei manchen ist es sogar. Bei zwei, ja, bin ich da auch. Und wieder hoch. Und ich habe ja auch eine Achterbahn gebaut. Da war Desaster auch schon fertig mit der Technik vorne. Hat er nämlich, genau. Ich glaube, Gucci muss nochmal das mit den Ecken hier. Heia, hoppa. Aber vorhin, wo ich bei den Spinnnetzen war, habe ich aber auch Schaden bekommen. Ja, ja. Und wieder Zug. Ja, weil du auf Popo gelandet bist. Ja, es hat nämlich Aua gemacht. Die krümeln jetzt die kleinen Loren voll hier. Also man sollte jedenfalls mit größerem Abstand darunter gehen. Ja, also das sollte... Oder die Spinnweben weg. Ja. Also ruhig erstmal warten. Runde genommen. Jetzt wieder ein bisschen langsamer. Also wir haben uns bemüht, nicht so kurze Achterbahnen zu bauen, sondern sind schon ein bisschen länger. Also meine ist auch relativ lang, die ich gebaut habe. Aber das sind halt so kleine Sachen halt, wo ihr dann, wenn ihr mal wirklich Langeweile habt oder so, dann einfach mal was... Ja, einfach mal was Sinnloses machen können. Und Ende. Nein, draußen bin ich. Seht ihr? Automatischer Ausstieg. Ja. Cool, ne? Ja, Mimi ist auch angekommen. Ja. Und dann könnt ihr hier wieder rausgehen. Und das ist schon eine ziemliche Anlage. Also bis ganz da oben hin und mir ist schlecht. Okay, gut. Das war die eine Achterbau. Okay, und da ich ja wieder zurück muss, können wir eigentlich die andere auch mal ausprobieren. Oh, da fehlen noch Stufen. Tada. Ja, so zwischendurch entdecken wir dann auch mal immer so. Und gute Nacht, Christa. Jetzt seht ihr hier mal den Leuchtturm mit der Brücke dazu und das große Schiff da hinten. Da könnt ihr natürlich auch überall rauf. Müsst ihr halt nur gucken, wo drauf kommt. Nämlich alles nicht so. Manche Orte sind nicht so ganz einfach, um sie zu erkunden. Soll ich was einfallen? So. Dann laufen wir mal wieder zurück. Wir können ja jetzt mal. Machen wir jetzt. Jetzt fahre ich mal irgendwie den Fahrstuhl.
hab jetzt Bock auf Aschus. So, schauen wir doch mal. Welcher geht nach oben? Nach oben. Ui! Okay. Jetzt hänge ich hier oben. Ja, da fehlt die Hälfte Wasser. Hänge hier oben. Und habe gerade den Ausgang. Nee, ich habe den Ausgang nicht gesehen. Das war dunkel. Also, wie gesagt, der Ausstieg ist in die andere Richtung. So, und dann kommt er hier an und dann seid ihr quasi auf der Fläche, also auf der Fläche, wo oben die Burg steht. Also, wo quasi alle Häuser stehen, die wir nach euren Ideen, also nach euren Ideen gebaut haben und einige halt dann auch sich immer mehr dazugesellt haben, sich das Bauteam hier formiert hat. Und, ja, und Momentum-Team und alle möglichen Leute hier mitgebaut haben. Und da oben steht die Kirche von Champ. Ja. Der hat hier auch mitgebaut. Und ja, Grüße gehen raus an unseren Champi. Und wie gesagt, einige verrückte, wirklich blockverrückte Häuser entstanden sind. Weil ihr musstet nämlich unter anderem auch die Blockwahl treffen. Zum Beispiel das da vorne. Das Haus, also das hier ist ja die Taverne. Und da vorne ist das Rathaus. Und das Rathaus ist quasi nach einer Idee von Kami entstanden. Mit der Blockwahl. Hier ist das Rathaus. Oder ist das? Nein, das ist das Rathaus. Die, genau, die Taverne ist da vorne. Die ist nach Kamis. Und hier ist das Rad. Man sieht deutlich. Und da wäre mal das. Ja? Du kannst jetzt mal in deine Burg gehen zu den Creeper. Okay. Genau. Und vergiss nicht, dein Sound mit Hostile, also die feindlichen Kreaturen, hochzustellen. Okay, dann machen wir das doch. Machen wir das mal vorher. Wo ist das? Feindliche Kreaturen mache ich jetzt mal auf 100%. Haltet euch notfalls die Ohren zu. Nicht erschrecken. Nein, ich erschreck doch nie. So, jetzt muss ich mal rüber zu Champ seiner Kirche und von da aus kommen wir dann, glaube ich, gesittet durch den Haupteingang. Also hier gibt es eine Schule und alles. So, ich laufe mal ein bisschen querfeldbeet. Ich komme hier so ein bisschen Wege. Und hallo Beste, es ist scheißegal. Aha. Okay. Alles gut. Hallo, Bester. So, jetzt gehen wir kurz Champi Hallo sagen. Hallo, Champ. Mimi? Hey. Esst du dich gerade irgendwie? Willkommen in der Kirche des Champismus. Also, ihr könnt hier auch weiterhin dem Champismus beitreten. Ja. Okay, dann gehen wir mal hoch zur Burg und besuchen mal unseren. Oh, hier gibt es ein neues Haus. Kenne ich auch noch? Das ist der Bahnhof. Das ist der. Ah, das ist der. Den ich hier hingeklettert hatte. Für die Burg, genau. Das kennt ich. Also, seht da mal, also ich kenne ja auch noch nicht alle. So, ich habe vorsichtshalber schon mal das Brot in der Hand. Das ist übrigens die Burg, wo Leo und Mimi auch mitgebaut haben. Einen unfertigen Turm sozusagen. Okay, aber wir haben hier ein Mensch. Ein Kuschelfreund. Warte mal. Frauensfreundliche. Okay. Ja. Hast du es nicht gehört? Ich hab's schon geklaut. Ui. Er zischt. Warte mal, ich mach das. Ich noch ein bisschen anders machen. Ich drehe mal die Gesamtlautstärke. Dann könnt ihr es hören. Ich mache mich mal auf 60%. Dann müsstet ihr es hören. Was? Hört ihr?
Außer mein Busen. Warte mal. Ich glaube. Also er macht's. Nee, über nur einen bestimmten Zeitpunkt. Der hat einen Cooldown. Oder? Ah, der hört jetzt. Aber wie gesagt, wieder mal. Ich muss meine Sounds wieder runterstellen, weil sonst fallen euch beim nächsten Ding die Ohren ab. Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, erschreckt euch. Ja. Kuschelfreund. In Anlehnung von Leo seinen netten Kuschelleuten. Grün. Das ist hier mittlerweile auch komplett eingerichtet. Hier war ich nämlich auch schon lange nicht mehr. Oh, ich glaube, das war Matze. Was ist das alles eigentlich? Ich bin ja vollkommen von der Rolle hier. Wer hat denn das so schön eingerichtet? Ich habe keine Ahnung. Hab das nämlich gebaut gehabt und habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich weiß, dass das Aaron damals ein Teil eingerichtet hat. Weiß ich noch. Aber da war ganz viel, was noch nicht eingerichtet. Es sieht stark nach TNT. Skeletto aus, aber die TNT. Banner sind nicht sein Style. TNT-Lager, oh Gott. Soll ja von ihm noch eins, wenn dann das sein. Da. Man kommt hier nicht? Nämlich überall raus und rein und rum und ruf und hast du nicht. Wie gesagt, ich hab damals noch ein Teil eingerichtet gehabt, aber nicht mehr viel. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat hier das noch einer eingerichtet. Sehr schön. Also wirklich bis in den letzten Winkel hier, wie ich sehe. Man kann ja hier rumlaufen. Ja. Und ich muss gleich mal kurz einen Tee kochen gehen. Ich höre da jemanden schon sehr stark husten. So, ich werde hier mal ins Bettchen gehen. Ich bin gleich wieder da. Ich krieg einen Drehwurm. Ich wollte gerade die Tür hier zumachen. Ja. Oh, jetzt bin ich eingesperrt. Tschüss. Hier unten kommt Harald rein noch. Harald? Wer ist Harald? Von Leo. Oh, das sind ja Gefängnisse. Ja, eine von den Räumen wird zum... Weiterkeller noch. Und da kommt dann ein... umgedrehter Harald, so ein Insider, der hängende Harald. Was ist Harald für ein Mob? Hä? Was für ein Mob Harald ist? Harald ist eine Person. Ach so. Die findest du oft auf Padmas Discord-Channel mit Paul diskutieren. Bin ich nicht drauf. Hab den Discord nicht. Ist ein ganz lustiger. Von der habe ich aber auch schon Weichen nichts mehr gehört. Padma? Die hat doch mit ihren Dings zu tun. Ach stimmt, ja, Prüfungen. Wieso vergesse ich das immer wieder? Ach, passiert. Hast. Nicht? Ich schleiche nur ein bisschen rum. Bubu steht mit offener Tür AFK. Boah, das. Wird man schon sehen, wenn die Dinger ein Creeper hochgeht. Ja, die zerstören ja nichts. Ja, eben. Sätzeverkäufer hatte ich auch nochmal neu gemacht gehabt, weil der wohl verschwunden war. Und ich habe ein
Barmann versteckt in der geheimen Kaserne. Dem muss ich auch noch ein paar Sachen machen. So, wieder da. Hallo Profi und hallo Christian. Ein Reason Raid. Vielen, vielen Dank, lieber Reason. So, okay. Aber das ist Ups, leider zwischen... Da komme ich nicht mehr raus. Heißt, wo kommst du nicht mehr raus? Aus dem Heimkeller. Aus dem Heimkeller, okay. Naja. Ach, ja, du bist doch rausgekommen. Schlimm. Ja, das ist aber ein bisschen knifflig, manchmal da aus dem Gartenhaus dann wieder rauszukommen. So, hier hat man übrigens auch einen wunderschönen Blick, wenn man hier so oben steht. Kam die Mimi gerade angeflogen. Okay, dann hoch. Jetzt will ich hier beinahe den. Leo hat nämlich ein Versteck gebaut. Stürzt. Da, laufen wir mal weiter. Hier gibt es dann so Baumhäuser und alles Mögliche und ein Luftschiff und. Zwischendurch gibt es hier auch mal Löcher am Boden. Hier ist, glaube ich, die Schule. Internationale Blockschule. Genau, die hat Padma gebaut. Ja, also... Ich renne hier über die Map. So. Oh, es regnet. Ah, toll. Es regnet. Sind wir wieder beim Rathaus? Okay. Ein bisschen orientieren. Ich hoffe, ich finde. Was willst du denn suchen? Richtung Rheinschule. Der Hund lebt ja gar nicht mehr hier. War doch ein Hundi. Der wurde schon vor einer ganzen Weile. Ja, hier wohnt. Die kann ja mal neu machen. Genau. Da fehlt der Hund. Also, wo ich hin will, ist hinten zur Reitschule. Bei hinten bei der. Hier müsste irgendwo gleich jetzt der Eingang von der anderen Achterbahn. Also, wenn es jetzt regnet, dann fahre ich Achterbahn. Hab ich jetzt gerade beschlossen. Ja. Ja, ist übrigens die Kaltschalen, Hopfen, Kaltschalen, Gedönsfabrik. Genau. Wie gesagt, da gibt es ein Geheimnis. Wattel, Pferdetick. Genau, ihr könnt euch hier auch Pferde holen, Wattel und so. Ne? Bahnhof, Botanischer Garten. Bei dem Sattelverkäufer, wie gesagt, einfach nur draufklicken, hab dann Sattel und da hinten Pferde, die werden regelmäßig dann auch mit. So, richtig. Okay. Ach, im Bau. Also das Schöne ist, das Schöne ist übrigens, wenn ihr hier mal runterkommt, kann es passieren, dass die Schranken hochgehen, weil gerade einer mit der U-Bahn hier durchfährt. Oder mit einem der Bahnen. Also vorsichtig, wenn ihr hier rüberlauft. So, dann schauen wir doch mal. Okay. Ah ja, hier hat sich was getan. Sehr schön. Okay, der Ausstieg ist wie so eine Rundfahrt jetzt, glaube ich. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Ich muss dann aber meinen Shader ausmachen, weil sonst sieht er da unten nichts. Halt, ich glaube, ich... Ja, ich hab's. So, Rinder und los geht die Fahrt. Das war so meine erste Achterbahn in Anlehnung halt so ein bisschen, was ich bei dem Blaufuchs mal gemacht habe, wo ich ja ursprünglich mal gespielt habe. Also, die wird sich auch noch weiter entwickeln, diese Höhle hier. Da habe ich auch noch so ein paar Ideen, die ich da umsetzen werde, weil die Achterbahn beim Blaufuchs, die war natürlich richtig, ich habe ein Jahr dran gebaut. War richtig krass. So richtig schön innen drin alles dekoriert. Also das fehlt hier noch so ein bisschen. Und ganz einfach. Wie gesagt, Fahrtechnik. Kann jeder nachbauen. Bin dir sicher, du hast die komplett fertig gebaut gehabt?
Ja, eigentlich schon. Bis oben hin und dann hatte ich aber keinen Rückweg, sondern es sollte damals nur so eine Verbindung halt sein. Wie kannst du immer noch nach oben fahren? Gesagt, ich muss hier halt noch viel an Deko reinbasteln. Das wird mal richtig. Aber da muss ich Bock drauf haben, weil das sehr aufwendig ist. Auch wenn ich es halt im Kreativ mache, ne? Aber ja, ausgeleuchtet. Ist auch noch nicht richtig. Deswegen habe ich einen Schäder ausgelegt. Jetzt geht es wieder raus. Lecker und wir sind. Huch. Ui. Ja, was? Ja, eigentlich, ja, bin ich hier angekommen und kann jetzt. Da, jetzt steht er hier beim Schneeberg sozusagen. Das Problem wird nur, dass wenn einer jetzt Richtung nach unten fährt und der andere nach oben, du verstehst. Ja. Sollte man nicht machen. Mir auch dazu gefragt. Also die ist noch, deswegen, das im Bau ist schon richtig, ne? Weil das wird sonst nichts. Das könnte sehr gefährlich sein. So, jetzt sind wir quasi hier und dann kann man hier auch das Haus quasi rüberlaufen, was ich aber jetzt nicht mache. Nee. Kann man nicht. Hier, wie gesagt, ist diese ganze Höhlenkonstruktion. Das war ja alles, was man hier so vorgefunden hat. Ja, und jetzt sind wir hier auf der Seite von dem Horn, bei den, wenn es nicht regnen würde, auch mal sehen würdet, richtig? Aber es regnet halt. Shit happens. Aber da sieht man halt so, das ist halt so der Hauptspawn. Das andere ist eher so Beiwerk. Also das meiste geht sich. Ja, bis auf den Bahnhof halt und starten. Der liegt der Seite, wo ich jetzt bin. Ja. Und hier hat mal alles begonnen mit Sockenwaschanlage. Die muss ich auch noch mal reparieren. Die ganzen Socken da wieder aufhängen. Hier gibt es übrigens das wundervolle der Thron von Bimmel. Ne? Bimmeliger Thron. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Flo. Ach, wirklich? Ja, Bimmel, ihr Haus ist auch noch nicht eingerichtet. Also ihr seht, es gibt immer was zu tun. Also an Langeweile werden wir als Bauteam hier nicht sterben. Ja, und da ist eine Bibliothek drin. Auch mal reingehen. Das sind, wie gesagt, alles Dinge, die entstanden sind nach dem also nach euren Vorschlägen. So. Warum ist ein Teich im Haus? Ja, weil das kann. Weiß ich, dass das ist doch unhygienisch. Ja, du hast ja auch ein Aquarium oder sowas. Ne? Und dreckig. Oh, das Aquarium hier ist ein geschlossener Glaskasten, aber das ist also offen. Man kann dann Erde und hochlaufen. Und Sand. Hier gibt es dann auch eine Art Hörsaal drin, also wie so eine Volkshochschule. Alles mögliche halt um der Ecke. Lang. Oh, also wo man denn so ein Studierding hier und halt Bücher studieren kann. Und normalerweise kann man hier noch eine Etage höher. Genau. Es ist sozusagen die kleine versteckte Ecke. Wenn ihr keinen Bock habt auf andere, könnt ihr hier hingehen. Könnt ihr euch entweder hier hinlegen und über das Panorama euch angucken. Ich finde das so schön mit diesem Licht dann nachts. Oder ihr versteckt euch hier drin. Hätte euch keiner. Könnt ihr hier raus. Ja. Außer wenn Mimi im ja. Im Kreativmodus rumschwirrt. Hallo? Hier war gerade ein Ausgang. Ist es eingesperrt? Na, sag mal.
Also. Nee, 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 nee. Ja, ja. Weil ich bin im Survivor und die fliegen hier beide um kreativ gegend. Sehr gerecht, wieder, mein Bauteam hier. So. Okay. Willst du noch Leo einmal Hallo sagen? Ja, klar. Wenn du mich zu. Ich habe auch mal ich habe ja auch mein ganzes Inventar ja nicht mit dabei. So, okay. Hey, da ist noch die Pinnwand. Ich muss meine eigenen Treppen suchen im Haus. Ist eigentlich. Okay, ich bin draußen. Hallo Schaf. Kommst du da nicht rein? So, dann erzähl mal, wo finde ich Leo? Leo ist in seiner Brauerei bestimmt. Wetten, dass er in seiner Brauerei ist? Okay, dann gehen wir mal zur Kaltschalenfabrik. Hase. Sind alle irgendwie mal abgehauen, diese Hase. Da ist die Kaltschale. Daisy. Hier gibt es eine kleine Schaukel. Da. Kaltschalenhopfen. Ich kann es mir nicht merken. Das ist einfach so. Diese konische Kaltschalen. Die Symbol. So, jetzt. Die isotonische Hopfen-Kaltschalenfabrik. Jetzt haben wir sie. So. Vielleicht beim Tisch. Erfunden. Hallo Leo. Schaut mal. Was hat der denn so eilig? Ach, der bedient doch. Ich hab da das oben. Sucht. Das sucht was. Okay, warte mal. Ich setze mich mal hier hin. Vielleicht bedient er mich. So. Nee. Ich bleib hier jetzt sitzen, bis er wieder hochkommt. Mal sehen. Hallo. Jo? Also ich gehe in die Bar. Okay. Hier haben Sie was zu trinken. Dankeschön. Ein Bier. Rap. Nehmen wir das Leergut wieder mit. Jo. Wollt ihr auch in die Bar? Was? In der Bar? Ach, Leo inspiziert hier gerade seine Braustände. Was? Eine Bar? Au! Ja. Ach, ich erinnere mich. Leo Tiras und Mimi, genau, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Die wahre Geschichte der Taverne findest du nicht. Die erzählen sie auch nicht. Finde den Weg hinaus. Erzähle es keinem weiter, denn hin soll es doch jeder selber eine Überraschung sein. So genial. Erinnere. Bubu. Ja. Da kommst du aber nicht wieder zurück. Ich bin weg. Macht nix. Nein. Willst du wieder zurückkommen jetzt, oder? Nö. So, jetzt muss willst ich nicht das den Bartender mal sehen? Was? Doch, warte. Nö, nicht. Ich komm, warte mal, ich muss da oben. Jetzt. Warte mal. Warte mal. So, okay. Wieder runter. Okay, ich komme. Ja. Okay. Oh, wer ist denn hier? Hallöchen. Wer sind Sie denn? Darf ich Ihnen die Flasche geben? Moonshiner und. Was gibt's hier noch? Oh. Ui. Krokobräu auch. Ah, ein Special Thanks. Mimi,
Mimi Drake. Könnte hier der Name stehen? Bubu, Mal, Kenshin, Jon Snow, Mickey Mouse und Mini Leotira. Okay. Okay. Also ihr seht schon, es sind hier Sachen drin. Wahnsinn. Wahnsinn. Was wolltest du zeigen, Mimi? Moment, ich bin gerade beim was arbeiten. Du musst dem Herrn doch noch sagen, was er zu tun hat, ihre Bestellung auf. Langsam krieg ich Hunger. Ach, du auch? Wie wär's mit Fuchsrakko? Nein. Das klingt schon gut. Wieder in die Suppe schmeißen. Das hatten wir in Rom schon. Schmeckt nicht. Doch. Nein, schmeckt. Ein bisschen haarig, aber das wird schon. Und solche geheimen Orte gibt's ja halt so einige auf dem Server. Kann ich euch nur sagen. Ich kenne mein Team. Ich weiß, dass es hier noch mehrere Sachen gibt, aber von denen ich eigentlich offiziell nichts weiß. Ich sag mal so, ich weiß nicht, wo sie sind. Aber das Team braucht halt auch solche kleinen Rückzugsorte, ne? Geheime Konstellationsgespräche werden da geführt. Ah, ups. Vergessen, der muss ja das auch geben. Nein. Ach, kein Auf. So. Okay. Ja, was ich vergessen habe, ist ja noch das hier. So, ich setze mich hier einfach mal gepflegt hin, wenn Mimi auf dem Tisch steht. Müsste Kokobräu nebenher noch trinken. Jo. Kann ja auch ein Brot, Kindermann. So, jetzt könnt ihr. Mimi die Kerze unterm Hintern stellen. Okay, hallo. Also, bin ich gespannt. Hey. Honigmet, Kokobräu, Schwarzbräu und Moonshine. Es klingt ja lecker. Das ist ein sehr gutes Angebot, aber den finde ich hier nie wieder raus. Wir haben übrigens sehr schönen Bart und sehr schöne Augenbrauen und eine schöne Teddyrolle. Oh, ich kann mir jetzt den Korb stoßen. Guck mal. Also ihr seht, Mimi ist hier fleißig Spielerin. Also, Mimi ist, hast du jetzt gemacht? Also diese Moonshine ist gut für die Schlägerei. Das kann man gut gegen den Kopf werfen. Ah ja, das ist ein Zylinderring. Bleibt ja. Das ist ein Verwalttrank. Das sieht eher aus wie so eine Stinkbombe. Ich hab vergessen, dass ich da was hingeschrieben habe. Ich habe vergessen, dass ich immer an Schildern, immer irgendwo was an Schildern rangeschrieben habe. Bei mir oben, bei meinem, bei meinem Bereich überall. Hier versteckt. Das sieht auch lustig aus. Hier zum Beispiel. Guck mal, Mimi. Ihr könnt ihre Wagen stehen, cool, ja. Das ist ja wie Bimmel, die mir überall irgendwelche Schilder an meine Burg geknallt hat. So Fahrräder abstellen verboten und sowas alles. Oder der Fisch stinkt oder so. Irgendwas kam immer. Oh. Oder nur auf Socken laufen. Das stammt auch übrigens. Ist aber eine Glitzerdecke. Jetzt will ich aber wissen, wie kommt man hier wieder raus? Weil wenn man da nicht rauskommt, dann kann man hier durch. Okay, weil ich war bis zur Falltür, aber kam irgendwie nicht weiter. Muss einmal auf die Einmal auf die Falltür raus.
oder so. Einmal einen Drink mitnehmen. Und ein Getränk mitnehmen. Was? Inkeitsch. Das ist echt, als wenn ihr so, weißt du, so Eierstink, keine Ahnung. Das ist doch gut für die Schlägerei. Kneipenschlägerei. Oh Mann. Das ist was hier. Mann. Gibt es sonst noch mit Federfall, wenn ich hier sowieso schon bin, was wir besichtigen können? Sonst wollte ich. Jetzt so einmal in den Baum rein? In den von der Uni? Vorhin waren wir einen Baum hochgeklettert. Ey, mega, ja, nee, super Livestream, bin neu. Macht den Eindruck einer echt pfiffigen, netten und sehr lustigen Community, die du hast. Ja, das der ist Himmel fällt uns auf den Kopf. Sache, eine wirklich sehr lustige Community. Und wir freuen uns natürlich immer über neue Gesichter in unserer Community. Also wir treiben hier sehr viel Schabernack. Also ich habe hier ein bisschen durchgeknalltes Bauteam, die immer irgendwelche neuen Dinge hier fabrizieren. Und jedes Mal, wenn ich dann hier mal wieder am Spawn ankomme, also entdecke ich immer wieder neue Dinge, die anscheinend schon länger stehen, aber ich nicht gesehen habe. Weil das doch ein bisschen groß hier ist. Und jeder bringt sich hier auch ein. Also mittlerweile sind hier etliche Spieler drauf halt, die über die Mitgliedschaft halt hier zugestoßen sind. Und die genauso durchgeknallt sind. Die bauen hier auch genauso durchgeknallte Dinge. Hey, au. Denkt ihr bitte dran, dass ich im Survival bin? Niemand hat gesagt, dass du runterhüpfen sollst. Ich bin hier einfach gepflegt hinterher. Oh mein Gott. Oh. Ja, hüpf hinterher. Ja, Nein. Nein. Da hüpfe ich nicht hinterher. Wenn ich mich nicht täusche. Das ist immer gut, wenn man seinem eigenen Gebäuden sich nicht mehr zurechtfindet. Aber so geht's mir auch. Das ist echt. Oh, ja. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt eiern wir hier runter. Okay, wir laufen mal sicherheitshalber bis zur nächsten Plattform. Folgen der Mimi. Okay, hier Treppe. Oh, hier war ich auch noch nie. Ich kenne nur Bilder davon. Weiß nur nicht, ob ich den Weg bis nach unten gebaut hatte. Ja, das können wir ja gleich rausfinden. Ihr hüpft vor sonst. Ja, du hüpfst hinterher. Vielen lieben Dank. Ah, ich esse mal vorher was, bevor ich mich hier. Ah. Schaut euch das an. Das ist hier, wie gesagt, das sind alles natürlich generierte Höhlen. Und wir haben quasi aus dem, was wir hier vorgefunden haben. Ui, ist das eine Eule? Ist das eine Eule? Ja. Das ist doch Susu. Das ist so irre. Susu, dein Konterfei ist hier. Das hatte ich im Sinne mit zu Ära im Hinterkopf gebaut gehabt. Da habt ihr gerade Momentum gestreamt gehabt. Oh. Also Ära ist nämlich gerade in Babypause und wir vermissen sie alle ganz. Oh, jetzt geht's hier. Also wenn ich hier jemals wieder rausfinden soll, also ich glaube, das dauert Jahre. Und ich und die Trendewebbe. Solange Mimi weiß, wo sie langläuft. Okay, ich weiß, wo wir rauskommen. Ich glaube, das ist der Baum, wo wir von außen hochgeklettert sind. Nein. Das ist ein anderer? Noch ein anderer? Ja. Okay. Das ist der Riesenbaum. Okay. Mal hier irgendwie ganz vorsichtig. Und das ist ein. Wow. Wow. Jetzt seht ihr mal das ganze Ding hier in voller Pracht. Schaut euch das mal an. Der Maisfeld, hier könnte man zum Beispiel, die Zentrale von uns hinbauen. Ja, das ist das Headquarter sozusagen. Ja.
Statt ja, an der Fackel. Die Fackel steht ja weiter hinten da, in der Richtung. In die Richtung. Ja, die sieht man. Manche Sachen, wie gesagt, meine Sichtweite ist dann nicht weit. Also nee, meine auch nicht. So viele zu sehen. Ich habe die schon relativ weit oben. Es ist der Wahnsinn. Und man muss jetzt den ganzen Baum und die ganze Höhle wieder durchblättern. Yep. Okay. Gut. Dann hoffen wir mal das Beste, dass meine Maus jetzt genau mitmacht. Die Haken. Okay. Der rote Bereich, sagt mir, ich muss jetzt in Stein. Ups. Okay. Ich habe jetzt einen Drehwurm. Kannst du mich mal entdrehen? Mimi und ihre Windeltreppen. Das ist echt ein Kapitel. So, dann über Suira mal ganz gepflegt rübergetrampelt. Und wenn ihr euch überlegt habt, es gibt. Oh, der ist. Hier nur die Fischis drin. Ja, die könnte man noch reinpacken. Weil wir mussten ja, bevor wir den Server halt ongenommen haben, während der Bauphase alle Entitäten nämlich hier mal gepflegt runterlöschen, weil damit wir das alles austesten konnten. Und an einigen Stellen, wie gesagt, sind wir noch nicht nachgekommen, das wieder nachzulegen. Das heißt, also kann passieren, dass hier mal ein paar Dinge, ein paar Tierchen. Lars 2020. Okay, Lars wollte hier unten bauen, glaube ich. Wollte. Betonung nicht, auch wollte. Ja, er hatte da ein Haus gebaut, dann hatte ich mich darüber beschwert gehabt und wie gesagt gehabt, dass wir das Haus gerne zusammen umbauen können. Dann hat er es abgerissen und hat sich nicht weiter darüber gemeldet. So, hier geht's auch noch lang und hoch und rechts und links. Was bist du? Ja, ich laufe gerade mal deine Brücken ab, um einfach mal diese herrliche. Vorsicht, du kannst aber nicht überall langlaufen. Momentan kann ich, weil hier so ist schon wieder so eine wendelige Treppe. Ja, ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe manche Treppen angefangen, aber nie zu Ende gebaut. Ja, das werde ich ja sehen, wenn ich unten bin. Noch laufe ich dir hinterher. Beispielsweise, ich habe keine Ahnung, das wo was hinführt. Irre Höhle hier. Es ist ja total beknackt hier. Das ist ja ein Labyrinth ohne Ende hier. Ich glaube, das sollte man eigentlich auch nicht sein, wo du gerade bist. Och, ich laufe Mimi die ganze Zeit hinterher. Okay, da unten gibt's noch was. Da unten ist was. Was ist da unten? Wir wissen, was da unten ist. Au. Da Wasser. Kann ich da reinhüpfen? Yay. Dankeschön. Oh, hier wohnt sogar jemand. Guck mal. Geht ein Häuschen. Einfach mal so. Mit Kuchen. Kuchen, ich komme. Kuchen. Das war irgendwie klar, dass das passiert. Ah, ich habe keinen Hunger. Mist. Soll man dich hauen? So, jetzt ziehe ich ein. Es ist gerade Nacht. So von wegen Spawnpunkte setzen und so. Okay. Das ist sehr schön. Es ist richtig. Guckt euch mal diesen Aufgang an von der Windeltreppe hier. Es ist eine. Hier unten eine... ist Wasser. Okay, warte mal. Genau in der einen Kante, wo ich gerade stand. Ja. Genau darunter. Hui. Schaut euch das an. Vor allem dieses Treppenhaus. Das ist total irre. Hat Niki gebaut. Das ist richtig. Ui, hier sind ja noch mehr Häuser über. Das sind keine Häuser, das sind eher Geschäfte. Oder Geschäfte. Ja... Ah, ich verstehe, wo ich hier bin. Ich verstehe, wo ich hier bin. Wo bist du denn? Dunkel? Verbinde ich mit Nein. Schwarz? Nein. Nein. Nein.
kein Schwarzmarkt? Das ist eher mehr so Zwergengebiet hier. Ah, okay. Deswegen die kleinen Kisten. Okay, so verstanden. Kleine handliche rosa Handtaschen. Das sind keine Handtaschen, das sind Briefkästen. Ja, so eine Handtasche. Ich hab's noch nicht komplett eingerichtet. Aber trotzdem, ey. Okay. Und was für ein Haus ist das? Wenn du es nochmal von außen betrachtest, ist ein bisschen in Stein eingebaut. Ja, irgendwie sagt mir. Ob ich mir bekannt. Wo habe ich das schon gebaut? Das nicht vom. Bloß nicht unten, sondern ganz weit oben. Ja, das ist doch das erste Community-Haus von dir gewesen. Hast du das hier? Ja, mein. Cool. Ich hab's nachgebaut. Ah, nachgebaut. Nicht direkt stimmt, eingesetzt, ist, sondern das nach. Das ist ein bisschen anders. Du hast das total im Fels drin jetzt. Weil ihr müsst wissen, das stand vorher nämlich auf einer großen Plattform. So ein Berg, sag ich mal so. Ein bergähnliche Plattformgebilde. Genau. Das kann ich nochmal auch einfügen hier irgendwo. Aber oben. Das ist so richtig wie so ein Zwergenreich hier. Es ist krass. Schaut mal. Denn überall so kleine Tiere. Überall sind irgendwie Häuser. Mit Bettchen. Oh. Ja, das sind die Häuser hier, die ich so verteilt habe. Ich habe Hobbithäuser hier, so Zwergenhäuser, was auch immer. Man muss bedenken, ich habe die Form so behalten. Ja, ich habe die einfach nur von innen heraus ausgehöhlt. Genau, weil das waren diese ganzen Dinger hier, die drinnen waren halt, ne, diese. Ach, wie heißen die, diese komischen Blöcke? Ihr wisst schon mal. Dripstone. Genau, Dripstone. Stalaktiten. Genau, Stalaktiten und Stalagmiten. Es ist richtig cool. Ich hab den einfach mal auseinander ausgehöhlt und dann da Häuser oder so reingebaut. Mit diesen Wasserfällen, die hier noch unten. Man kann sich gar nicht satt sehen genug. Hier ist auch noch ein leeres Haus. Ui. Noch ein. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht alles eingerichtet. Ja, ich habe. Ja auch viel Arbeit, wenn man überlegt, was du ja sonst hier alles noch machst. Das ist schon gewaltig, die Arbeitsleistung. Gibt's auch noch. Auf irgendeiner Etage habe ich noch ein paar Häuser gehabt. Hier ist auch ein Häuschen. Ach ja, hier. Da hätten wir den anderen Weg gehen müssen. Dann wären wir zu dem Rathaus gekommen, was im Haus. Oben. Geh mal die Trendelweppe bis nach oben. Ganz nach oben. Okay, wir Trendelweppen jetzt mal eine Runde. Okay. Nicht daran, oder? Ich suche den Eingang von der Trendelweppe. Hier ist doch die? Ja, hier. Doch. Da hinten. Entschuldigung. Oh, hier. Jetzt renne ich doch einmal rum. Nevermind. Okay. Wir Trendelwippen jetzt mal. Okay, hier ist der Weg und hier ist der Start. Okay, auf geht's, Drehwurm. In die andere Richtung diesmal. Das ist gut, das ist gut, dann wird mir nicht ganz so schnell. Nicht zwischendurch in eine andere Richtung hochlaufen kann. Tschüss, Trendelwippen. Seid alle so durchgeknallt hier. Ganz ehrlich. Sonst wären wir ja nicht dein Team. Ja. Oh Mann. Okay, ich bin oben. Hoffe ich. Glaube ich. Nein. Bin noch nicht ganz oben. Ist ganz nach oben. Später packe ich noch ein paar NPCs hier rein. Die laufen dann die auch Treppen ein paar kleine Ratschen, die dann da rumlaufen. Ja, wenn die jetzt hier die Treppen hoch und runter rennen, dann wird euch dann wirklich schlecht. Okay. Noch jetzt höher. Ah, da bist du.
Ja. Okay. Okay, und jetzt Trendel wippen wir wieder nach unten. Ah, okay. Hier ist schon mal Licht und Sonne. Und... Okay. Nein. Da war eben Licht und Sonne. Ich habe sie gesehen. Ja, das ist ja auch aus der Ausgang. Da kam er ja her. Achso, da meinst du. Der ist ja auch noch. Kann ich? Nee, hier hat sich noch nicht komplett eingerichtet. Ich werd bekloppt. Hier auch nicht. Und dann so große Dinger hier. Das ist... Da würde ja sogar Lars von Neid erblassen hier. Was denn? Weil Lars hatte doch auch mal angefangen, so eine Höhle auszubauen. Oder so. Erinnerst du dich noch an den Vulkan von? Ja. Ich finde das immer so schade. Ja, ich finde das immer so schade, weil der hat ja auch so ein Talent, solche Höhlen oder solche Dinge auch so genial auszubauen. Aber irgendwie findet er da immer kein Ende. Also er endet vor dem Ende, sage ich mal. Ich finde das immer ein bisschen Verlegt schade, hat. Weil ich hätte zu gerne mal gesehen, wie der Vulkan fertig aufgehen hätte. Das wäre richtig genial gewesen. Aber leider macht er immer die Dinge in Craft Attack. Und dieses Jahr war es ja auch wieder so ein bisschen komisch. Wie gesagt, weil ja da auch sein Umzug und so. Da kam. Und die Schwierigkeiten, die er hatte. Im Umbruch. Das ist. Überleg mal diese ganze Arbeit hier. So, wo muss ich jetzt lang? Ich bin jetzt den ganzen grünen Tunnel. Ja, da runter. Da runter. Ja, einfach dem Gras folgen. Einfach dem Gras folgen. Okay, ich folge dem Gras. Okay, hier gibt es noch mehr Bewohner dann. Ja, oh. Das ist ja komplett. Die kleinen See wieder. Ach, ja, und ein Geheimgang. Ach, beim Gang. See befinden sich, glaube ich, zwei Geheimgänge, wenn ich mich täusche, wenn ich das richtig im Kopf behalten habe. Okay. Geheimgänge. Genau. Das war der. Ich hab gerade was klacken. Das war ich. Ah, okay. Okay. Ein geheimer Raum unter Wasser. Sehr schön. Ja, sowas bietet sich natürlich an, wenn man solche Dinge hat. Dass man da... Was hast du denn da oben? Ich bin froh, mich hin hier. Wasserrutsche! Okay, ja. Ein Brot ist nass. Soll ich dir Neues geben? Ach, warum habe ich 7 Dripstones in der Hand? Warum? Kann sein, weil ich das vorhin kaputt gemacht habe. Ah, okay. Hier entlang. Ah, okay. Hier wurde man trocken gekrümelt. Okay. Noch ein bisschen viel Diplom. Ach, ich finde die schön. Da wird man trocken gekrümelt. Das ist so. Ich meine, halt auch wegen der Partikel. Och, das ich stell die Partikel aus. Das geht. Das geht. Wettrennen. Ich hasse das neue Geräusch. Klack, 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 klack. Ach, du bist mitrennen. Klack, 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 klack. Yay, Sonne hat mich wieder. Ach nee, ist Sternenhimmel. Und Rio ist gleich ins Wasser gefallen. Hehe. Na, wo sind wir denn? Wir sind beim Tod. Im Delfinbrunnen gefangen. Da ist der Delfin. Noch ein Delfin. Haben wir doch. Nee, ist ein Dino. Ach, ein. Soll ein Dino sein? Ein Dino. Ich denke mal, das ist ein Delfin. Ach ja, das ist ein Dino. Ein kleiner Mini-T-Rex. Einmal umdrehen.
Totenkopf. Hallo, Zauberschule. Ich Ja, glaube, der guck mal nach unten. Öffnungswald. Siehst du jemand im Wasser? Die Siehst du es kenne ich nicht? doch irgendwo her. Ich kenne ich doch irgendwo her. Das finde ich so schön. Ihr müsst nämlich wissen. Ihr müsst nämlich wissen, dass solche Dinge. Also dadurch habe ich Mimikry überhaupt kennengelernt. Ich entsinne mich an die wunderschönen Bauten, die Mimikry immer so gezaubert hat. Also, ich sag mal so, das ist. Wie dieses Mondlicht. Oder die Fackel. Schaut mal, diese Fackel da vorne von Mimi. Und da ist die Zauberschule, wie gesagt. Und ich gehe mal beim Drachenei schlafen. Was, du gehst beim... Beim Drachenei. Drachen? Finde den Weg im Wasser. Ah. Hast du die Frage, welche Eingang... Jo, hatte ich dir den schon mal gezeigt gehabt und hast ihn wieder vergessen? Es gab jetzt zwei Eingänge. Wo bist du, Popo? Kommen Sie hier zu mir. Ich blubber hier gerade vor mich hin. Hier blubbern. Ah, hier. Sehr ruhig. Da ja. Blubbern? Ja. Ja, hierher blubbern. Blubber. Ich komm mal geblubbert. Ah, da muss man auch erstmal drauf kommen. Werde irgendwann so elendig ertrinken. Ui. Aha, hier habt ihr also das gesamte Gold des Servers versteckt. So, so. Ja. Gut zu wissen. Ich habe mich schon gewundert. Ein Drachenei muss auf einem ganzen Berg voll Gold liegen, damit es ausgefüttert werden kann. Wie groß ist der Drachen da, der da ausschlüpft? Guck euch das an. Drachenei. Ein Drachenei. Yay. Größer als der Enderdrache. Wahnsinn. Es ist bestimmt... Und es ist dann noch ein Welpe. Oh Mann. Oh je. Weißt du, wie groß dieser, ich habe vergessen, wie der Name war, weil der Herr der Ringe gibt es einen Drache. Der ist Smaug. Gigantisch. Nee, Smaug ist doch klein im oh, Gegensatz okay. zu dem. Dann ist er nicht im Film. Nee, den gibt es auch nicht, an sich nicht im Film, aber gibt es in den Büchern, glaube ich, irgendwie so. Oder beispielsweise generell im Tolkien-Bereich. Ich muss gerade so dran denken an das Riesenskelett aus Momentum, das Drachenskelett, das Rio gebastelt hatte für die Quest für Ecki, den Professor Ecki. Hm. Hat Rio nämlich, das könnte der Vorfahre von diesem Riesenei sein. Oh Mann, oder der legt so eine Rieseneier oder so, ich weiß es nicht. Weil das ist ja auch ein Ich glaube, dafür ist das Ei zu groß. Meinst du, dass dem das da nicht rausgekommen wäre, das Ei? Vielleicht ist es ja flexibel oder so. Oh, bin ich gespannt, ich, wie ja, ich aber... wieder, den Ausgang finde. Hier fliege ich das ganze Gold unter. Ja, bedenke, ich bin ein Drache. Ja, deswegen. Okay. Bist du ein Drache? Achso. Bist du ein Drache? Schwimmen wir hier mal wieder irgendwie nach oben, bevor wir hier kläglichst ertrinken? Okay. Weil, wie gesagt, ich bin passiert Survival. Nicht, weil. Pass auf, passiert nicht, weil oben im Kopf des Dinos ist ein Konduit. Ah, stimmt, da ist das Symbol auf meinem Bildschirm gerade. Es hat eine extrem Reichweite. Wahnsinn. Danach, ich habe alles bedacht. Für ungeübte Schwimmer wie ein Bubu, die immer es schaffen, irgendwie unter Wasser hängen zu bleiben, das zu ertrinken. Wenn es auch nur unterm Eis ist. Was sich über meinem Kopf bildet. Ja, ich, okay. Ich nehme die Abkürzung. Ich bin mal gefliegt, übers Wasser gelaufen. Oh, das ist so wahnsinnig. Und vor allen Dingen, wie die Zeit immer verfliegt.
Es ist so schlimm. So schlimm. Vor allem ist es schon Nulle. Ja, es ist 0 Uhr. Mann, schaut mal. Hier ist die Zauberschule untergebracht. Die noch leider wegen Arbeitskräftemangel so geschlossen ist. Ja. Leider. Die ist gerade noch. Dabei will ich so gerne zaubern lernen. Jetzt kann ich es nicht, war keine Zauberkräfte. Also keine Zauberlehrkräfte. Fachkraftmängel. Ja, schaut. Schule geschlossen wegen Fachkraftmangel. Schulministerium. So ein Mist. Wer hat es gebaut? Das hat Niki gebaut. Niki. Magst du mal kurz zu mir kommen? Warte. Bist du Bäh, ich drücke mal die falsche Taste. Wo bist du denn? Diese Kulisse. Wahnsinn. Hier einfach bei hin. Diesen, neben dem Tod. Denn an die Fackel hier, die kennt ihr auch noch. Stand nämlich auf dem ersten Computer-Server. Da hat die Mimi nämlich nicht eingerichtet gehabt drin. Hm. Ach, das ist, das gehört zur Schule dazu. Soll das ein Geschäft sein oder warum ist ja, so in etwa, glaube ich. Bedarf, Sachen drin. Ja. Also ihr müsst halt nur kontrollieren, ob das keine von den verbotenen Dingen sind. Man offiziell noch nicht. Ich sehe 2 Bubus auf der Karte. Was? Doppelt? Hatten wir das nicht letztens schon geklärt, dass ich dich doppelt sehe? Ja. Irgendwie in der Fackel? Ja. Ach, ja. Ich hab zu viel getrunken. Ich auch. Amy. Das ist wirklich hier was für mutig. Lalala. Euch lieb. Euch grün. Brauchen wir mal die Fackel hier hoch. Noch von oben. Doppelt. Sag mal, Bubu, was machst du denn hier? Da kann man nicht so drauf sitzen. Nee, leider nicht. Ja. Musst du mit Command machen. Machen wir jetzt doch mit dem Command. Ich sitze. Stopp. Ich sitze auch. Wieso sehe ich mich hier doppelt? Hallo Bubu, wie geht's Bubu? Ich kann sie auch wandern lassen. Wandert? Zeig euch mal den Beweis. Also ich leg jetzt hier drauf. Ich so gut. Hast du Kuchen da, Bubu? Hätte noch ein Brot. Okay. Hey, nicht auf der Brust rumlaufen. Bewegt sich. Ah. Das ist so genial, wenn man hier auch so durch den Boden gucken kann. Halt. Denn die Häuser hier oben. Das ist so, als wenn du so eine riesig große Bildlandkarte hier hast. Das denn? Okay. Glaube ich. Was hier vor? Guck mich nicht so an. Ich kann nichts dafür. Guck mal, diese Kullern, siehst du die? Das sind, glaube ich, kleine Wege.
Kann man die putt machen? Nein, nicht putt machen. Kleine Wie. Gespannt. Erleben jetzt ein selbstständiges Füchschen. Müsste eigentlich funktionieren. Oder ich habe den letztens wieder kaputt gemacht. Ja, heute brauche ich auch schon keinen Bock mehr. Fuchskörbchen. Mito. Mein Nest muss ich auch noch. Muss morgen früh raus. Ich muss gleich noch mit den Hunden raus. Und es regnet wieder. Kleinen Pump. Aber wie die Kuh. Der hat schon Schlafaugen. Ah, pass auf. Okay. Tut umgefallen. Du schläfst. Pupu schläft. Okay. Sieht ein bisschen ungesund aus. Das sieht ein bisschen weird aus, ja. Pass auf, wenn ich jetzt ein Bettchen packe. Ja, ist Nacht. Ups. Natürlich muss ich erstmal da raus. So, wenn ich jetzt die jetzt hier hin. Doof. Hast du schon wieder falsch rum gemacht? Die liegt genauso komisch wie du immer. Okay. Ist auch ein Bettchen. Ah. Das ist ein Zauberbubu. Genial. So, jetzt ist es aber richtig schön im Bettchen. Oh, hast du es gut? Ich will auch ins Bettchen. Ich will auch schlafen. Ja, bitte. Bubu. Okay. Kriegen wir beide im Bett. Oh, Okay. Moment. Die ist rückig. Bubu ist kaputt. Bubu ist kaputt. Bubu kann ich teleporten. Ich habe Bubu kaputt gemacht. Bubu kann teleporten. Ich glaube, den Charakter muss ich nochmal neu machen. Das ist ein magisches Buch. Den habe ich kaputt gemacht. Ah. Ist ja eh schon spät. Wir sollten sowieso jetzt langsam zum Schluss kommen. Auf jeden Fall, ich hoffe, unsere kleine verrückte, ich sag mal, Spawn-Tour, Server-Tour kann man es ja nicht nennen, Spawn-Tour hat euch gefallen und ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, werde ich dann wirklich definitiv anfangen zu bauen. Mich nicht mehr ablenken lassen. Versuch's zumindest. Das ist ja bei meinem Team immer nicht so ganz sicher. Ne? Die schaffen das irgendwie, mich immer wieder vom Bauen abzuhalten. Aber egal. Ist gut. Ja, hey, die Servertour war deine Idee. Ja, die Servertour muss ja auch sein. Wir wollen ja schließlich gucken und zeigen, was wir hier alles so haben. Ja, ich sag Spawn-Tour. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei Mimi und bei Rio. Und natürlich bei allen meinen kleinen Zuschauern, bei meinen Klötzchen fürs Zuschauen ausharren bis um Mitternacht. Wir haben es jetzt schon kurz nach Mitternacht. Kommt durch Nacht, gut durch die Nacht vielmehr und schlaft schön. Und morgen Abend gibt es Your Way, also das Projekt von Niki wieder. Da sind wir wieder im Hardcore unterwegs. Gott, und ich meine, muss mein Haus weiterbauen. Da kommt nämlich jetzt das Dach drauf. Das wird nochmal eine heikle Angelegenheit, weil ich habe nämlich keine Gerüste. Das kann was werden. Ja, das Haus ist ziemlich groß.
Ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für alle Abos und alle Likes und für die Mitgliedschaften. Also wir haben ja einige neue dazu bekommen heute und ja, ich freue mich auf euch. Also auf dem Community-Server sind wir wieder Dienstag und Mittwoch. Nein, am Dienstag sind wir, ich komme schon durcheinander. Also Dienstag sind wir Your Way, Mittwoch sind wir auf dem Community-Server und Donnerstag sind wir wieder auf ThreadPixel. Da seht ihr auch auf jeden Fall wieder Dina und Rio und Skeletto und Cooper und wie sie alle heißen und das Hühnchen. Und das wird bestimmt auch wieder mega lustig, weil wir sind ja gerade dabei, da eine Stadt zu entwickeln und ja, Jäger und Sammler in dem Falle. Das heißt, ja, lasst euch überraschen, wie das wird. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wird es morgen richtig haarig mit dem Hausbau im Hardcore. Es kann was werden. Deswegen werde ich jetzt gute Nacht sagen und schlaft schön und kommt gut durch den Dienstag und wir sehen uns morgen Abend so 20 Uhr. Ja? Okay, tschüss, schlaft schön, eure Bubu.